versuche mir gerade vorzustellen, die beiden waren ja mal zusammen, ne? So Freund-Freundin-mäßig. Haben die dann wirklich, ich meine, Knickknack und so und, weißt du schon? Das kann ich mir, das will ich mir auch nicht. Wenn du soweit bist, musst du... Jetzt mach mal halblang, es ist nur ein Knopf. Das schaffe ich wohl auch ohne dich. Du Toni? Was denn jetzt noch? Was hältst du davon, wenn ich dir dieses Mal die Ehre überlasse, den Knopf zu drücken? Gerne. Ich habe eh mit Doc gewettet, dass du es nicht hinbekommst. Was? Aber ich hab's doch hinbekommen. Die Presse funktioniert. Da, ich zeig's dir. Nein! Idiot! Tja, jetzt schulde ich Doc wohl 5 Slotty. Aber das war es wert. Hier, komm. Du gestörte Göre, schiebst mich vor die Türe. In Müllsack oder in Riegel, du schiebst ständig was vor. So auch Gründe dafür, Konfitüre à la Bordüre. Konstatiere, dir fehlt das Gespür für Humor. Doch noch ist es nicht zu spät, putz mal dein Hörgerät. Rufus Geschichte ist noch nicht vorbei. Sie geht weiter da, wo sie mal kurz an Hold war. Und zwar auf Deponia. Capo Alfine, Spot an für Teil 3. Deponia, ein Fest der Sinne. So, Fischmesser will ich gar nicht wissen. Was ist klein und rund und riecht nach Fisch? Deine Mutter. Oh! Herzlich willkommen natürlich zu Deponia 3. Ich kam noch gar nicht dazu. Es hat ein bisschen gedauert, bis wir gespielt haben. Warum, das habe ich ja eigentlich schon erklärt. Das lag natürlich daran, dass Dedelic die Großen gebeten hat, die größeren Let's Player, dass wir vielleicht ein bisschen später starten und so weiter und so fort. Jetzt ist der Startschuss da. Die kleineren haben schon vorgelegt. Wer es noch nicht bei Rehawk gesehen hat, kann gerne hier zuschalten. Und ich bin mal sehr gespannt. Ich habe mich vorher selber nicht gespoilert. Alter Rufus, ich mach gerade die Introduktion. Drecksack. Hey, Doc, alles klar? Rufus, der Kutter bricht auseinander. Du musst etwas unternehmen. Und damit meine ich sicher keinen Smalltalk. Ja, ja, ja. Und sonst so? Na. Mach hier doch mal nicht die Pferdescheue. Wir haben jetzt frische Luft hier drin. Jetzt gestunken, weil hier irgendwas angebrannt gerochen hat. Tja, was zum Bug? Ich meine, was ist hier los? Was ist das da? Ich kann es nicht angucken, also existiert es auch nicht. Klingt das etwa wie Gohl? Kaut ihnen das Fleisch von den Fesseln! Gammelessig! Vielleicht hat sie gerade... Sie wissen schon, die Maler im Keller. Unfug! Dieser Rufus hat mich reingelegt. Wir müssen umkehren. Sie unglückseliger Herr Amtmann, da ist etwas auf dem Gleis. Das interessiert mich nicht. Überfahren Sie es doch einfach. Wir haben keine Zeit zu verlieren. Der Inspektor hat nämlich noch etwas Wichtiges vergessen. Und wehe ihm, wenn er es nicht bald wiederfindet. Oppenbott! Sie begleiten Inspektor Cletus. Sehr wohl, Herr Amtmann. Die Maler im Keller, alter Jan. Das geht doch nicht. Oh. Au. Oh. Ah. Oh. Oh. Au. 6 Stunden später. Oh. Ah. Oh. Signal Plus mit den 2 Streifen. Au. Sie ist so süß, wenn sie... also... Wie geht's dir? Ich bin äußerst entsetzt. Ah ja. Sie ist so süß, wenn sie äußerst entsetzt ist. Ach du Scheiße. Hat jemand das Fenster offen gelassen? Der Kutter war kaputter als die Waage von Tonis Mutter. Das Futter war alle und die Route noch weit. Doch die Stimmung war gut, da war alles in Butter. Nur irgendwann machte sich Müdigkeit breit. Denn ab hier mussten Rufus und Koja zu Fuß los. Nicht tragisch, so ein Fußmarsch macht ja doppelt so viel Spaß. Mit einem peppigen Lied auf den Lippen. Um die Sache zu unterstreichen, flut ich jetzt die Gesangskabine des Chors mit Heliumgas.
Ein Fest der Sinne. Wer will denn in einem drohenden Unheil wohnen? Tun wir das nicht alle? Tja, aber wenn man die Wahl hat? Haben Sie aber nicht. Oder haben Sie in der Gegend ein anderes Hotel gesehen? Hat er ja irgendwo recht, aber ich würde mir im drohenden Unheil nicht zwingend ein Zimmer mieten. Und wenn, dann mit Vollpension. Finden Sie? Unsere Umfragen haben ergeben, dass dies die ideale Lage für Kundschaft aus unserer Zielgruppe ist. Menschen ohne Geruchssinn? Leute, die so verzweifelt sind, dass sie sich alles gefallen lassen. Ah, die. Hier bin ich richtig, hier bin ich richtig. Was? Immerhin musste ich diese Woche schon die Hoteltoilette sauber machen. Soll das ein Witz sein? Ertappt! Natürlich habe ich die Toilette nicht sauber gemacht. So weit kommt's noch. Hallo, ich rede hier von der größten Katastrophe aller Zeiten. Ah, Sie kennen unsere Toilette also bereits. Ach, sympathisch. Ich wette, der hat die Kackspuren einfach weggepisst, da war das Klo ja sauber. Den haben wir eingesackt und hier Kaffeemaschine. Ich trinke meinen Kaffee normalerweise schwarz, aber hier scheint es ihn nur in grau-grün zu geben. Das ist kein Kaffee, das ist Kaffeehaag. Mal gucken, ob da noch was drin ist. Oh, da war ja tatsächlich noch was drin. Staub. Alter, wie hustet der denn? Igitt, wie ist eine alte Rockröhre. Normal. Ich suche eigentlich nur meine Freunde. Ein seniler Gartenzwerg, eine Bordsteingiraffe und ein Zirkusbär mit Hut? Das sind sie. Ja, die haben hier vorhin eingecheckt. Sie sahen nicht so aus, als könnten sie sich einen Anwalt leisten. Darum habe ich ihnen Zimmer 5 gegeben. Aber keine Sorge. Solange sie keine Lichtschalter, Steckdosen oder tragende Bauelemente anfassen, dürfen sie die Nacht überstehen. Vorausgesetzt natürlich, sie bleiben nach Mitternacht auf ihrem Zimmer. Dabei fällt mir ein, haben sie zufällig eine offene Rechnung mit Dämonen, finsteren Gottheiten und kürzlich Verstorbenen? Nicht, dass ich wüsste. Super, dann wäre ja alles geklärt. Sie ahnen ja nicht, wie zimperlich sich manche Versicherungen anstellen, wenn es um übernatürliche Todesursachen geht. Hier ist Ihr Schlüssel. Ich wünsche Ihnen einen schönen Aufenthalt im Hotel Menetekel. Danke, mein Bester. Das war ja... Das ging ja schnell und reibungslos. Und außerdem, ich feiere diese Dialoge so. Die sind einfach so geil. So diese kleinen Anspielungen zwischendurch. Immer zwischen den Zeilen auch. Und auch die direkten in den Zeilen. Willst du andeuten, dass es hier spukt? Aber nicht doch. Hier an der Rezeption sind wir sicher. Es sind die Zimmer, über die ich mir Sorgen machen würde. Insbesondere Zimmer 13. Wieso? Was ist denn mit Zimmer 13? Sagen wir einfach, es war ein Fehler, die Indianer dort zu beerdigen. Ach ja. Außerdem hat sich eine Weltuntergangssekte in der Wäscherei eingenistet. Wenn Sie also saubere Bettwäsche brauchen, sollten Sie darauf achten, keine religiösen Insignien oder Jungfrauen bei sich zu tragen. Ich glaube, da ist noch eine Jungfrau oben. Also im Hotel. Wie finde ich denn das Zimmer? Oh, wahrscheinlich furchtbar. Ich würde darin nicht übernachten wollen. Warum frage ich überhaupt? Ich liebe die Dialoge. Ich gehe da mal auf mein Zimmer. Tun Sie das? Ich werde Sie nicht aufhalten. Und bevor Sie fragen, das erfüllt nicht den Tatbestand einer fahrlässigen Körperverletzung. Wir haben das prüfen lassen. Besetzt! Hört denn die Kackerei bald auf? Hitz mich nicht! Ich leide an einer schweren Temporaldiarrhoe. Temporaldiarrhoe? Ja, ich bin ein Zeitreisender. Du meinst, du kommst aus der Zukunft? Quatsch. Es gibt keine Zukunft. Ich komme aus der Vergangenheit, um mir den Weltuntergang anzuschauen. Geht das schon wieder los? Dann bist du hier falsch. Ich bin der, der diesen Weltuntergang nämlich verhindern wird. Oh, das wäre zu freundlich. Ich stecke hier nämlich fest. Wieso? Ist deine Zeitmaschine verstopft? Nicht ganz. Das Klopapier ist alle. Das war ironisch. Ich glaube dir natürlich kein Wort. Naja... Es war auch nicht die komplette Wahrheit. Wusste ich's doch. Eine Rolle Klopapier ist hier noch, aber sie ist rau wie Sandpapier. Und ich habe während des drexikanischen Bürgerkriegs Chili gegessen. Er braucht also dringend eine Bodylotion für den Anus. Das scheint ihm nicht zu konvenieren, was allerdings auch auf die Fischabfälle zutrifft. Oh, zu konvenieren, der feine Herr.
verstehe. Ihr lasst euch also volllaufen. So eine Art Abrissparty für den Planeten. Ganz im Gegenteil. Es geht darum, sich symbolisch von seinen Sünden reinzuwaschen, bevor das Ende kommt. Also nur Softdrinks. Dann gehe ich doch lieber zu den echten Satanisten. Die wissen wenigstens, wie man feiert. Oha, Kinder zu Hause nicht nachmachen. Nee, auf jeden Fall mit einem Pentagramm auf dem Boden. Also sich von den Sünden reinwaschen und ein Pentagramm auf den Boden malen. Ist schon ein bisschen schräg, Junge. Ist schon ein bisschen schräg. Dieser Druck. Was, wenn ich versage? Und die Welt doch untergehen wird. Ich bin der Größte. Ach, schön. Schöner eingebauter Gag. Gefällt mir gut. Hey, das Fische im Schnabel. Hallo, Pelikan. Einige meiner hausgemachten Salzmakrelen schwimmen noch im dehnbaren Hautsack an seinem Unterschnabel. Sehen die lecker aus. In meinem dehnbaren Hautsack schwimmen auch noch ein paar selbstgemachte Makrelen. Anschließend die Wäscherei. Ach, hier, guck mal, mit Bosel Anzug. Damit zu. Ja, ein wunderbarer Einfall. Aber sollte ich wirklich eine so teure Freundschaft für einen derart billigen Gag aufs Spiel setzen? Ja, ja. Na klar sollte ich. Ja. Hier, damit geht's bestimmt. Ja. Bist du noch bei Trost? Wie sollte ich das denn jemals runterspülen? Mann, du kommst wohl aus dem Jura. Zumindest hast du den Humor eines Juristen. Oh Gott. Dieses Kalibrieren ist doch eigentlich viel zu simpel für dich. Warum kümmerst du dich nicht um die viel schwierigere Profimission? Profimission? Na klar. Doc braucht noch dieses Ding, das sich nicht in diesem Hotelzimmer befindet. Oh, genau. Dieses Plasma... Austausch... Flubbidiwupp... Mammutfell... Relais. Ein Plasma-Austausch-Flubbidiwupp-Mammutfell-Relais? Schwer zu beschaffen. Für Anfänger von eurer Sorte vielleicht. Einen Profi wie mich kostet das nur einen Jiffy. Was ist denn ein Jiffy, lieber Rufus? Ein Flötenpoldi-Mammut-Defibrillations-Fluppidiwupp. Kein Essen vor dem Ritual, danke. Bist du am Fasten? Nein, aber man sollte niemals mit vollem Magen schwimmen gehen. Schwimmen? Was habt ihr vor? Nun, es ist ein Reinigungsritual. In einer Wäscherei? Ja, zu dumm, dass es hier keinen Hotelpool gibt. Oh mein Gott. Ah, ich hab's. Du bohrst gerne Löcher. Nein! Hä? Aber Moment, du meinst doch nicht etwa... Doch, ich höre gerne Leuten dabei zu, wie sie unter der Dusche singen. Das gibt's doch nicht. Ich empöre mich hier, ich echauffiere mich, ich habe gar keine Worte. Ich singe unter der Dusche. Singst du unter der Dusche? Hast du schon mal unter der Dusche gesungen? Ich mach das manchmal. Selten, wenn keiner zuhört. Was hoffentlich niemand macht. Hoffe ich. Nichts da, Rufus. Was? Ich brauche den Drittelschrauber für die Operation. Und ich brauche ihn, um ihn wahllos mit Gegenständen zu kombinieren. Ich sagte Finger weg. Ist ja schon gut. In dieser jämmerlichen Absteige arbeitet nur Gesinde. Hier arbeitet jemand? Verzeihen Sie, Herr Inspektor, aber ist das dort nicht die Tasche mit meinem Plasma-Austausch-Fluppidi-Wupp-Mammut-Fell-Release? Seien Sie nicht albern, Oppenbott. Die Taschen sind identisch. Ihre ist bereits auf unserem Zimmer. Und dorthin werde ich mich nun auch zurückziehen. Ja, Fortsetzung folgt. Toilettentür können wir jetzt aufmachen. Ich, Alter, der Typ hat da Temporaldiarrhö gehabt. Das heißt, da ist der Gestank mehrerer Epochen in einem Raum vereinigt. Dass die Tür noch nicht weggeflogen ist, ist ein Wunder. Aber da jetzt noch reinzugehen, Alter, Rufus, du bist todesmutig. Ich will nicht. Kloschüssel. Das sind Temporalfliegen, ich höre es. Ja... Was soll ich machen? In die Kloschüssel gucken? Ja. Der hat ja noch nicht mal abgespült. Wir haben... 1 Cent. 1 Cent Wechselgeld. Kloschüssel benutzen? Nee. Was soll ich machen? Ein Griff ins Klo? Ich? Der hat ja noch nicht mal abgespült. Ja, vielleicht ist da Gold drin oder ein Knoppers. Was findet man in keinem Drogeriemarkt der Welt? Deine Mutter. Oh!
Was hat auf dem Beifahrersitz gestört und liegt deshalb jetzt im Kofferraum? Deine Mutter. Zimmer 3. Ah, endlich erreiche ich Sie mal. Ich habe hier mehrere Beschwerden, gegen Sie vorliegen. Lärmbelästigung, Geruchsbelästigung, normale Belästigung. Ach nein, warten Sie. Das sind die Beschwerden gegen mich. Wie dem auch sei. Viel wichtiger ist doch, dass Sie Ihre Lieferung noch nicht bezahlt haben. Wozu brauchen Sie überhaupt die ganzen Hühner? Hab ich Zimmer 3 gesagt? Ich meinte natürlich... Auf jeden Fall... Zimmer 9. Ah, die Dämonen aus dem verfluchten Hotelzimmer. Also, dem am meisten verfluchten. Warum könnt ihr mich nicht einfach in Ruhe lassen? Ich hab doch alles getan, was ihr verlangt habt. Das alte Ehepaar, der freundliche Autor, sogar die junge Schauspielerin. Alles erledigt. Na gut, ich hab eure Betten nicht neu bezogen. Aber irgendwo muss ja auch mal Schluss sein. Sagte ich Zimmer 9? Ah, der Gast aus Nummer 5. Keine Sorge, die Kopfschmerzen gehen nach ein paar Tagen wieder weg. Was? Nein, ich bin wegen des Menüplans hier. Das ist lustig. Die meisten Gäste sind wegen des Menüplans noch nicht weg, verstehen Sie? Und unser alter Koch ist wegen des Menüplans sogar im Gefängnis. Bekomme ich den Menüplan jetzt oder nicht? Stante Patsy, Sie müssen vorher nur diese Erklärung unterschreiben. Hä? Das ist doch nur eine Rotzfahne. Ja, es gibt einfach zu viele Möglichkeiten, durch unser Essen zu Schaden zu kommen. So ein Formular zu entwerfen wäre enorm viel Arbeit. Und unser Anwalt leidet an Depressionen. Darum kopieren wir die Unterschrift des Gastes einfach nachträglich auf eine passende Erklärung. Sehr ökonomisch gedacht. Und unterschreiben Sie bitte mit einem W vorne. Wie jetzt? Wufus? Ja, die Schublade für Erklemmt nämlich. Ach so, klar. Danke. Ist unsere Wäsche schon fertig? Woher soll ich denn das wissen? Naja, ich dachte, das gehört irgendwie zum Service. Ach, der Service? Ja, von dem habe ich auch schon viel gehört. Aber noch nichts, das mich überzeugt hat, dass er tatsächlich existiert. Ich empfehle Ihnen, Ihre Wäsche selbst aus der Wäscherei zu holen. Anstatt auf irgendein mystisches New Age-Hirngespinst zu vertrauen. Kann ich sonst noch etwas gegen Sie tun? Ja, einen Assistenten machen wir später. Auf jeden Fall, ja, das wäre schön. Ich würde gerne etwas sündhaft Teures auf mein Zimmer bestellen. Eigentlich bieten wir keinerlei Dienstleistung in diesem Hotel. Aber wenn Sie wollen, kann ich Ihre Rechnung einfach so mit einem horrenden Zusatzbetrag belasten. Der Posten taucht dann als Rechnungsfehler auf. Oh, das wäre zu freundlich. Ach, keine Ursache. Ich hatte das sowieso schon vorbereitet. Standardprozedur, wenn Sie verstehen. Kann ich sonst noch etwas gegen Sie tun? Das ist auf jeden Fall mein Lieblingshotel. Kann ich den Fisch nicht da... Ich dachte... ab. Alter, nein. Nein! Mal gucken, ob ich ihn lecker zubereiten kann. Nein! Der lebt doch noch! Rufus, was? Nein! Der bestand ja komplett aus Faulgasen. Jetzt sind nur noch die Schuppen übrig. Rufus, was hast du getan? Der arme Fisch, der hat doch noch gelebt. Alter, das ist ein Schwerverbrecherspiel. Der ruft gleich die Peter an, bei der der liegt. Haben Sie schon etwas vom Menüplan ausgewählt? Ich wähle den Lapskaus aus Fischabfällen. Na gut. Ist ja Ihr Leben. Das Essen wird um Punkt 12 Uhr serviert. Seien Sie bitte pünktlich. Im Restaurant wimmelt es von Kakerlaken. Und der Lapskaus liebt es, die Viecher quer durch den Raum zu jagen. Ja, schon gut. Geben Sie mir bitte rechtzeitig Bescheid. Na gut. Wer bin ich denn, einem so mutigen Mann seinen letzten Wunsch zu verwehren? Denken Sie dran. Zimmer 1. Kletis. 12 Uhr. Kletis. Lapskaus, Schaufel, Müllsack. Ist notiert. Ich rufe Sie dann an. 12 Uhr. Alles klar. Haben Sie vielen Dank. Wir müssen irgendwie die Uhr umstellen. Die weckt richtige Urängste bei mir. Warte mal, wir haben gerade gespült und der Seher, der gerade duscht, der hat geschrien. Ich hoffe, das Klorohr ist nicht mit dem Duschrohr verbunden, sonst hat der gerade in braunen Spaghetti geduscht. 12 Sekunden später. Alter. Ich hoffe wirklich, dass das Haare sind. Ich hoffe wirklich, dass das Haare sind und nicht etwa... Oh, Alter. Das ist eine Temporalfrisur. Danke, Rufus. Du bist eben doch ein guter Freund. Sag ich doch. Hier hast du mein Handtuch. Nein, nein. Ich sag dazu nichts. Ich habe gar keine Worte. Ich habe nur überlegt, wenn der Bozo dieses Shampoo hat, ne, bei ihm mit der Riesenfrisur, hat man ja gerade noch gesehen, wenn er das auch unten benutzt. Also ich meine, nee, will ich gar nicht, das will ich nicht, da. Ah,
Ich beginne zu verstehen. Es ist ein Spannbettlaken. Oh Mann. Die heiligen Reliquien mit den 6 Insignien. Ja, das Coolste am ganzen Ritual sind die Reliquien mit den 6 Insignien. Solange sie keinen Knick kriegen. Denn falls so ein Relikt mal einen Knick kriegt, ist das Relikt ein Delikt, das... Was? Psst. Bekomme ich jetzt doch keinen Rabatt, oder wie? Ihr wollt also Reliquien. Bitte sehr, wenn's weiter nichts ist. Das war doch gerade die Stimme von Poki, der sich da unter den Laken verbirgt. Ich verstehe, ich habe das ganz genau gehört. Direkt erwischen. Ach, da können wir uns umziehen. Wie praktisch. Wie unheimlich praktisch. Was? Das war das erste Mal, dass ich bei der Luftgitarre Sound höre. König der Einbrecher, König der Zweibrecher, König der, was kommt dann, der ganzen anderen Brecher. Rufus! Gut, wird schon schief gehen. Immerhin bin ich ja dabei. Und du versprichst mir, dass du dich authentisch und würdevoll verhältst. Wie Cletus. Versprochen. Wohlan, guter Mann. Dann lasst uns zurück zu ihrem edlen Rosse flanieren. Mein Reiterblut wallt bereits. Ja, nach ihm. Das macht er gar nicht so schlecht. Naja. Akt 2, der Held zieht los, doch ehe er friedlos durchs Feindesgebiet muss, vollzieht er besagten Reinigungsritus. So will es der Mythos, das klingt fantasielos, doch schlagt es ruhig nach. Gemangelt und blank poliert und als Cletus kostümiert, Rufus mit Goal nun zum Ziel eskortiert. Und was Bozo und Doc angeht, tja, selbst verbockt. Wer nicht will, der hat schon, wer bremst, der verliert. Hossa, der Mist, der verliert. Deponia, ein Fest der Sinne. Du kannst ja schon mal das Bett vorbereiten. Das Bett? Wie in, wer hat in meinem Bettchen geschlafen? Ja, natürlich das Bett. Wir sollten ausgeschlafen sein, wenn wir nach Elysium kommen. Und du und ich, wir beide teilen uns ein Bett? Schlafen, Rufus, okay? Nur schlafen. Ja, logisch. Ja, wozu denn, was denn sonst? Schlafen. Mit den Händen schlafen natürlich, nackt unter vollem Körpereinsatz, beischlafen. Ja, krieg dich mal wieder ein, Rufus. Ich bin das nicht. Siehst du, der tut schon ganz müde. Der will unbedingt ins Bett, das wissen wir doch. Was bekommt auch die heftigsten Problemflecken aus meinen Klamotten? Ei, Blut, Kakao. Deine Mutter. Oh! Waschnische? Das ist ein Kaffeeautomat. Hier gibt es einen Kaffeeautomat. Das ist doch bestimmt ein Kaffeeautomat. Hier gibt es einen Kaffeeautomaten. Sieht aus wie ein Kaffeeautomat. Hier gibt es einen Kaffeeautomaten. Okay. Putzi, 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 putzi. Wozu brauchst du denn jetzt einen Brieföffner? Na, um meine Post zu öffnen. Welche Post denn? Na, du Post. Wie jetzt? Ich Post? Na, du Post zu mir. Wie ein Post-it, das an meinem Herzen klebt. Ach. Himmel, ich bin so gestört, dass ich das süß finde. Die hat echt Probleme. Staub. Was liegt sofort wieder auf der Couch, kaum dass deine Mutter zu putzen aufgehört hat? Deine Mutter. Das Bett ist bereitet. Da brauchst du gar nicht so zu flöten. Wir werden einfach nur schlafen. Kapiert? Das hast du schon mal gesagt. Ja, aber du hast mir nicht zugehört. Und deine Hose bleibt gefälligst auch an, verstanden? Und sei es nur wegen der Überwachungskameras.
Überwachungskameras? Du brauchst mir solche Sachen nicht zu verheimlichen. Egal, was du ausgefressen hast, wir sind jetzt ein Team. Echt jetzt? Dann darfst du also auch wissen, dass ich meine Fußnägel über deine Müsli geschnitten habe? Okay, darüber sprechen wir noch. Keine Sorge, wir werden alles tun, was nötig ist, um ihre Sicherheit zu gewährleisten. Was die Videos aus unserer Kabine ja nicht mit einschließt, richtig? Falsch, aber keine Sorge, Herr Inspektor. Der Inhalt dieser Videos wird sehr diskret behandelt. Und wenn es stimmt, was man sich hier so über ihre letzten Aufnahmen erzählt, gibt es eh keine erwähnenswerten Höhepunkte. 3 Klicks bei YouPorn. Kann ich vielleicht den Brieföffner? Das lasse ich lieber heilen. Es wird ja schließlich noch gebraucht. Oh, ein Bett. Ich muss die ganze Zeit komisch zweideutig lachen. Ach so, okay. Ja, yeah. Oho, aha, funky. Nö. Ja, ja, Entschuldigung. Kann ich hier nicht mit der Pfeiltaste? Nee, kann ich nicht. Keep it funky. Die Musik kommt mir so bekannt vor aus dem Trailer. Oh, jetzt wird's funky. Nö. 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 Na. Nö. Na. Nö. Na. Nö. Na. Nö. Na. Nö. Na. Ich bin echt, die ersten beiden waren ja relativ... Ja, ja, nö. Die ersten waren ja relativ easy, aber das hier ist schon doof jetzt. Nö. Doch, ist doof. Sieh's ein, Rufus. Was findet man häufig am oberen Ende einer Weinflasche? Deine Mutter. Oh! Nein. Was? Warum nicht? Weil... Goal! Weil ich Rufus liebe. Nein! Oh. Stopp! Goal! Goal, das wollte ich nicht! Diesen nichtsnutzigen Tischmülleimer aus den Augen! Goal! Werf ihn von Bord! Sofort! Was hab ich getan? Goal! Was hab ich getan? Hinsichtlich Goals Tod und dem Verlust der Codes seien hier die Bonmots aufs Minimum beschränkt. Die Lage war trostlos, der Kloß in der Brust groß, wie der Koloss von Schrottos. Logisch, wenn man bedenkt, dass Rufus ist wohnlose viel und ihm sein Leben wie ein Spiel für immer am Auge vorbeilief, ein grauer Trauermarsch. Und da wurde ihm klar, dass dies das Ende war. Schluss aus, Game Over und alles im Arsch. Hossa und alles im Arsch. Ach, wir sind beim Punisher zu Hause. Jetzt verstehe ich das. Zum Domizil. Das ist der kleine Bruder von Domian. Ich überlege gerade. So viel später, dass es dem alten Erzähler zu blöd wurde und man einen neuen anstellen musste. Well, we have an oil flask, we have a water spender, we have a bone sack and we have an olive oil. And we have to combine everything in the trichter. But we need a recipe, you know? Yeah, so I'm doing English Let's Plays now because of international acceptance, yes? And it's my very finest English I use to explain everything I do. Like nothing. Wenn ich ein Klon bin, ja? Warum habe ich dann immer noch denselben Mantel an? Ernsthaft? Ach, schon wieder die Klamottenfrage. Verdammt nochmal, ich erschaffe Leben. Man sollte denken, dass das im Zentrum der Verwunderlichkeiten steht. Aber nein, immer fragen alle nach den Klamotten. Entschuldigung. Warum stirbst du nicht einfach? Warum sollte ich? Mir geht es super. So siehst du gar nicht aus. Mein Gott, akzeptier's doch. Deine Zeit ist abgelaufen. Im Gegenteil, ich bin topfit. Oh, könntest du kurz... Nein, ich will nicht.
Na gut, wollen wir mal ein Auge drauf werfen? Danke. Wo war ich noch stehen geblieben? Du bist topfit. Ach ja, genau. Wie ein Turnschuh. Welche Lebensform hat Haare auf den Beinen und frisst ihren eigenen Ehegatten, deine Mutter? Das ist aber echt mal interessant. Bei Deponia 1 und 2, die Tutorials, da sind wir immer in der Müllpresse gelandet. Da denkt man sich, naja gut, ist halt Tutorial, gehört nicht zum Spiel. Aber vielleicht gehörte es zum Spiel. Vielleicht waren wir immer tatsächlich in dieser Müllpresse und haben immer auf den Knopf gedrückt und sind immer gestorben. Andererseits doch, der Rufus wusste es natürlich, weil er wurde ja aus den Überresten der toten Rufusse nochmal geklont, sodass er die Erinnerung an die Müllpressen mitgenommen hat. Alter. Ey, Poki, du hast echt eine Macke. Kann es sein, dass ich gerade tatsächlich einen Verwendungszweck für Oliven entdeckt habe? Ich habe gehört, man kann sie auch in den Bauchnabel stecken und rauspoppen lassen. Endlich kommen wir zu den Grundbausteinen des Lebens. Pommes. 3000 Jahre später. Hey, es hat geklappt! Ja, und jetzt? Wer ist, was soll ich, wie ist dann, wann kann ich denn, wieso gucken die sich so böse an? Die müssten sich doch gegenseitig lieben, weil Ruf ist doch so großartig. Und jetzt ist er dreimal großartig. Einer von euch beiden muss die Rebellen für einen Überraschungsangriff zusammentrommeln. Am besten du. Hä? Wieso denn ich? Ich gehe zur Organon-Hauptverwaltung und versuche, den Start des Hochboots hinauszuzögern. Ich hab's zuerst gesagt. Nein, ich! Rufus, ein Klon? Boah, ein dicker Hund. Nun ja, was ihm hier zu Ohren kam, war schon allerhand. Doch nun krempelt schon mal eure Ärmelschoner hoch, weil für Deponia noch Hoffnung bestand. Es sah zwar noch duster aus, doch einer muss ja nun mal am Tunnelende die Glühbirnen weg. Sinn und weil viel zu tun war, stieg er in den Klonapparat. Zu dritt schafft man dreimal so viel weg. Hussa, dreimal so viel Dreck! Weg! Es muss weg heißen! Ach, Mann! Deponia. Ein Fest der Unsinne. Hallo? Es ist sehr schwarz hier. Das hier ist trocken, lang und dünn. Keine Frage. Das ist der Plot von Geheimakte Tunguska. Oder ein niedrig hängender Ast. Eins von beiden. Alter, was war das denn gerade? Ein Diss gegen Geheimakte? Alter Schwede, das könnt ihr doch nicht machen. Das geht doch nicht. Ich muss sagen, mir hat Geheimakte Tunguska Spaß gemacht übrigens damals. Aber trotzdem muss ich gerade lachen. Das hier ist keine Frage. Das ist der Plot von Geheimakte oder ein... Ich sage ja nur, dass ich es unpassend finde, dass Sie Ihre Stricke direkt neben meiner Praxis verkaufen. Ich weiß nicht, wovon Sie sprechen. Mein Sortiment besteht aus hochkarätigen Produkten. Und mit Verlaub, Ihre Kundschaft scheint derselben Ansicht zu sein. Seit der Organon die Fassade zwischen unseren Geschäften zerstört hat, hat sich mein Umsatz verdreifacht. Und im Gegensatz zu Ihnen ist bei mir noch nie ein Kunde zurückgekommen, um sich zu beschweren. Das... Ach, vergessen Sie es. Schon geschehen. Ich bin ein bisschen verliebt. Tja, das scheint alles seine Ordnung zu haben. Dann legen Sie sich doch bitte auf die Couch. Na, Sie sind ja von der schnellen Truppe. Sie könnten wenigstens ein bisschen romantische Musik anmachen. Einfach nur hinlegen, okay? Schon gut. Das ist eine riesige Verantwortung. Er kann sich ja nicht dreiteilen. Exakt. Im Gegensatz zu mir. Ganz genau. Wie bitte? Mir ging es ja auch ziemlich mies, als es mich nur einmal gab. Warten Sie mal.
ganz langsam. Was allerdings hauptsächlich an dieser stressigen Wiederauferstehung lag. Und natürlich, dass ich meine Freundin getötet hatte. Okay, eins nach dem anderen. Ich gehöre nach Elysium. Leider ist das doch schwerer als gedacht. Zumindest, wenn ich verhindern will, dass der Planet dabei in die Luft gesprengt wird. Aha. Der arme Doc. Wir machen ihn jetzt richtig fertig. Ich habe Angst davor, mich in jemanden zu verwandeln, der ich nicht sein will. Zuletzt sah ich ihn gestern beim Zähneputzen. Im Spiegel? Genau. Was ist denn so furchtbar an ihm? Wissen Sie, Golds Ex-Verlobter ist Elysianer. Ein echter Widerling. Sie haben das Gefühl, Sie müssten seine Rolle einnehmen? Das ist der Plan, ja. Und das beunruhigt Sie natürlich. Ich hasse diese Rolle. Sie wollen sich nicht länger verstellen. Ja, genau. Wow. Ich bin beeindruckt. Es ist bemerkenswert, wie Sie diese komplexen Metaphern einsetzen, um Ihr Innenleben zu beschreiben. Was setze ich da rein? Ich rede doch nicht von irgendwelchen Metaphern. Ich rede von meinem bösen Doppelgänger. Aha. Ach schön, ich glaube, das wird noch lustig. Mich plagen Schuldgefühle. Hat das irgendwas damit zu tun, dass Sie Ihre Freundin getötet haben? Das sagten Sie doch vorhin, oder? Ja, na, das passt schon. Immerhin habe ich sie ja wiederbelebt. Was mir Sorgen macht, ist, dass sie in die Kanalisation gespült wurde. Sie ist ja immerhin noch ein Baby. Aha. Entschuldigung. Ich stelle mir gerade vor, was in dem Psychiater vorgeht, wenn er erzählt, er hat seine Freundin getötet, die eigentlich noch ein Baby ist. Ja, die Zusammenhänge sind leicht krankhaft. Mich quälen. Versagensängste. Es ist noch so viel zu tun. Und so wenig Zeit. Und mehr als drei teilen kann ich mich ja nicht. Auf mich wirken Sie eigentlich noch ganz entspannt. Ach so. Sie denken, ich rede von mir. Nee, ich bin cool. Ich meinte die anderen beiden Ichs. Ich fürchte, das wird mir gerade ein wenig zu kryptisch. Sie stehen offenbar unter großem Druck. Aber manchmal ist die beste Lösung, einfach zu kapitulieren. Wäre das denn wirklich ein Weltuntergang? Ja, hören Sie mir überhaupt zu? Wie nennt man Fleisch im Teigmantel? Deine Mutter. Ich war tot. Sie meinen, Sie hatten eine Nahtoderfahrung? Na, näher geht's nicht mehr. Was haben Sie erlebt? Erst war alles wie ein Albtraum. Dann erinnere ich mich an ein Licht. Und schließlich bin ich vor meinen Schöpfer getreten. Wirklich? Ja. Er heißt Hermes. Cooler Typ eigentlich. Zu dumm, dass er sich meinetwegen umbringen musste. Aha. Ich könnte von meiner Kindheit erzählen. Sehr gerne. Mein Ziehvater war Bürgermeister in unserem Dorf. Am Anfang hat er mich noch mit ins Rathaus genommen. Aber irgendwann bekam ich Hausverbot, weil ich versehentlich der Schrapnellküste den Krieg erklärt hatte. Danach war ich meistens allein zu Hause eingesperrt. Sie hatten keinen Schlüssel? Nein, ich war ja noch sehr jung. Aber als ich dann 4 wurde, habe ich gelernt, wie ich die Handschellen mit dem Bügel aus Opas BH aufbekomme. Aha. Lassen Sie uns das Thema wechseln. Ist es Ihnen etwa unangenehm, all diese Dinge von sich offenzulegen? Aber nein, ganz im Gegenteil. Tja, das sollte es aber. Was? Also mein Freund? Wie wäre es zum Beispiel mit einem Rorschach-Test? Rorschach? Ist das so ähnlich wie Hülsenhalmer? Es ist ein Assoziationsspiel. Mit Karten. Ein Kartenspiel, sauber. Aber geben Sie sich keine Mühe. Bei Kartenspielen gewinne ich immer, weil ich bin der lässigste Typ überhaupt. Viel besser als beispielsweise mein Vater. Okay, dann lassen Sie uns doch einfach mal anfangen. Penis, ich meine, los geht's. Zärtliche Freundinnen. Der gewagte Ausschnitt, die locker in den Rücken geworfenen Haare, der zärtlich in der Sonne funkelnde Lippenstift. Hier ist viel Liebe im Raum, viel Zeitlupe und viel Bodylotion. Was? Ich war gerade abwesend. Entschuldigung. Ihr seid jetzt also auch beim Widerstand. Was dagegen? Aber nicht doch, Sergeant Bambi. Was ist daran so lustig? Naja, es ist lustig, weil ihr Frauen seid. Verstehst du? Ach, herrje. Ich wusste ja, dass du ein Idiot bist. Aber ein sexistischer Idiot? Was? Na nein. Das hat doch nichts mit Sexismus zu tun. Manche Dinge passen einfach nicht. Frauen beim Widerstand.
Das ist so, als würde man einem Wombat einen Sombrero aufsetzen. Ho, ho, Sombrero! Siehst du? Da muss selbst Lotti schmunzeln. Und das liegt ja nicht daran, dass sie Vorurteile gegen Drexikaner hat, oder? Niemals! Oder gegen Wombats. Oh, ich liebe Wombats. Die sind, das sind nützliche Tiere. Exakt. Wie Frauen. Oh, ja, ich sehe, wir haben hier einen großen Frauenfreund. Ich meine, das hier natürlich schön mit dem Eingraben, das hier mit dem Maul auch. Aber das hier sieht aus wie ein... Das sieht aus wie ein... Also wenn der Schnabel hier nicht wäre und die Augen, das sähe aus wie ein... Das ist doch ein... Penis. Nee, das sieht doch aus wie ein Schnabeltier mit Pulli. Okay, Druckerschwärze. Ich meine, gut, eigentlich Schlammketchen, aber Druckerschwärze geht auch. Was hast du da? Ich habe ein... willkürlich aus meinem Inventar ausgewähltes Objekt. Was? Dann interessiert es mich nicht. Wir haben gerade eine wichtige Mission zu erfüllen. Ihr Schmuseschwestern. Du weißt nicht, was du willst, wer du bist, wo du stehst, woher du kommst, wo du bleibst oder kurz wohin du gehst. Aus eigener Kraft, nie irgendwas geschafft. Heilig ehrenhaft schmorst du in deinem Saft. Es ist okay, du bist autark, wie Metall mit Eigenleitung. Du schaffst für nichts, doch wenn du schaffst, dann wär's eine Eigenleistung. Du holst dir nie einen Rat, liest nie eine Morgenzeitung. Hast für nichts eine Ahnung und hast doch eine eigene Meinung. Und das ist okay so. Dann holst du auf das Ego, was mich nervt, fragt man dich, na, wie geht's dir, sagst du, geht's. Warum kriegen alle Spacken was gebacken und ich nente? Warum bleibt die ganze Kacke an mir backen? Alter, wenn die dir nicht helfen lässt, dann bist du selber schuld daran, willst du wissen, wie das geht, dann schau mich an. Wo ist das Problem, auch mal Hilfe anzunehmen? Lass doch mal den Profi ran und schau mich an. Alter, brauchst du eine Brille? Wächst die Grille auf der Pupille? Hast du was am Sehorgan? Mann, schau mich an. Ich bin der Cowboy-Dodo, Cowboy-Dodo, Dip-Dap-Dobo, schau mich an. Ey, Cowboy-Dodo, Spot auf den Cowboy der Bar. Was sagt man dazu? Der Organum ist ein Cowboy-Dodo-Fan. Jetzt, da er abgelenkt ist, muss ich nur noch eine offene Kiste finden. Vorzugsweise eine, die nach Elysium mitgenommen wird. Und schon heißt es... Goodbye, Deponia! Schade, dass Goal nicht hier ist. Ich hätte ihr Schicksal nicht diesem blöden anderen Rufus überlassen sollen. Ach ja, wenn man nicht alles selber macht. Ich wette, die anderen beiden kommen nicht so gut voran. Diese Safthainis. Eigentlich ja schon, aber ich will das Lied hören! Ich will das Lied hören. Mach das Lied lauter. Ich habe das Gefühl, dass die Augen was mit der Spalte zu tun haben, mit dem Ast und mit dem Gestrüpp, und ich habe kein gutes Gefühl dabei. Egal, ich reibe trotzdem mal in die feuchte, warme Spalte mit der feuchten, warmen Luft. Also das ist das, was er gesagt hat. Ich bin unschuldig. Ich spiele das hier doch nur, diese kranken Ideen. Hey, na klar. So kann ich Feuer machen. Oh. Au. Jubilate. Gibt es überhaupt etwas, das ich nicht in Brand gesteckt bekomme? Sag doch mal selbst, Goal. Goal? Au! Meine süße Ghoul! Ey, du glotzt ja immer noch, schlimmer noch. Du kommst ja nicht mehr runter, wie eine Zeitung aus dem Sommerloch. Reg dich ab, leg dich ab, schnapp nicht über. Du weißt doch selber, wer nicht nachgibt, wird nicht klüger. Also guck mal doof, reicht schon, das ist hier eine Live-Show. Sei es drum, du weißt schon, ich bin hier der Maestro. Hab ich Soße an der Fratze, krieg ich da eine Glatze. Läuft nicht was auf YouTube, irgendwas mit Katze? Du schaust mich an, als gäb's grad nichts anderes in der Glotze. Ich kann's nicht einmal übel nehmen, weil ich genauso kotze, wenn ich überall nur Schrott seh. Glaube mir, das tue ich, denn wir wohnen ja auf Deponia. Da ist halt nicht so blumig. Überall im Übel ist auch irgendwo Elysium. Du stehst nur falsch rum. Schau dich um. Was ist dein Problem? Gibt's hier irgendwas zu sehen? Ey, was glotzt du denn so dumm? Schau dich um. Hast du Scheuklappen, Schleudertrauma, Schiss oder Rheuma? Bist du taub? Bist du stumm? Mann, schau dich um. Hör auf Cowboy Dodo, Cowboy Dodo, Cowboy Dodo, schau dich um. Ey, Cowboy Dodo, dip, dap, dub, dub, bip, 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 schau dich um. Hör auf den Cowboy. Da hat er gar nicht so unrecht. Man sollte sich wirklich viel mehr umschauen im Leben. Sonst verpasst man doch die ganzen Eindringlinge. Alarm! Kacke, Mann! Jetzt aber erstmal, guck mal, hier am Pilz greifen.
Weg, Kinder! Au! Das ist nicht witzig, Oma! Aua! Aha, Mr. Bean mit einer roten Mütze. Und was ist mit dem Pilz? Bäh. Das ist nicht witzig, Oma. Aua. Hey, psst. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Das ist Mitschnacker. Niedlich. Sie haben ja schon Freunde gefunden. Ja. Und was ist mit dem Pilz? Das ist nicht witzig, Oma. Aua. Cool, alter Haudegen. Was machst du denn hier? Oh nein. Alles, nur das nicht. Ist das ein Freund von dir? Weit davon entfernt. Himmel, Gun. Warum bist du denn so schroff zu dem armen Mann? Er hat leider gute Gründe. Wir waren mal richtig dicke Kumpels. Was? Waren wir nicht? Wir hatten sogar ein Hip-Hop-Projekt am Laufen. Hatten wir nicht? Aber dann habe ich ihn einfach sitzen lassen. Ich mache mir bis heute die entsetzlichsten Vorwürfe. Wovon redest du denn da? Ich habe drei, in Worten, drei verdammte Kreuze gemacht, als du endlich weg warst. Ja, ich weiß, du bist verbittert. Umso besser, dass wir uns wieder treffen. Ich habe so einiges wieder gut zu machen. Ich verstehe nur, Seilbahnhof. Ha, wo habe ich nur meine Manieren gelassen? Du hast mich noch gar nicht deiner reizenden Begleiterin vorgestellt. Muss das sein? Aber gut. Na gut. June, das hier ist Rufus. Rufus, das hier ist June. Meine Freundin. Freut mich sehr, Rufus. Jetzt mal nicht so voreilig. Ach ja, der Herr Gun, das weckt Erinnerungen. Damals an Hamburg. Was soll das denn? Ich mach mich zum Affen. Dann haben Sie Ihren Willen und könnten mir eigentlich Ihre 5 Slotti geben. Also für mich klang das mehr nach einer verrosteten Wasserleitung. Heißt das, ich habe mich vollkommen umsonst erniedrigt? Nein. Keine Sorge. Um sich zu erniedrigen, braucht man zunächst einmal ein gewisses Niveau. So vielleicht? Ach ja, die guten alten Zeiten, ne? Die langen Gespräche über soziales Gefälle, ein wärmendes Lagerfeuer, Freestylen an der Kaimauer. Das ist doch gerade mal ein paar Tage her. Ja, das waren Zeiten. Du hast meinen Regenschirm kaputt gemacht. Und mich gezwungen, einen Stiefel zu essen. Klingt so, als hättet ihr Spaß gehabt. Spaß? June, er ist komplett verrückt. Wir waren beide verrückt damals. Hat dir Gun nie von seinen legendären Streichen erzählt? Einmal, da hat er sich als Penner verkleidet, um die armen Leute in den Slums zu ärgern. So war das doch gar nicht. Er hat sich sogar mit AA eingerieben, um genauso zu stinken wie die. June! Glaub ihm kein Wort. Jetzt lass ihn doch mal ausreden. Es ist immerhin das erste Mal, dass ich einen deiner Freunde von früher kennenlerne. Er ist aber kein Freund von früher. Er war eher wie ein Wesen aus einem bizarren Paralleluniversum. Ja, solche Partys hatten wir damals auch. Mit AA eingerieben? Bitte was? Ich muss gehen. Aber warum denn? Es war doch gerade so nett und... Moment mal, ist das Wasser hier gerade wärmer geworden? Wie gesagt, ich muss los. Gott zum Gruße. Gitti, 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 gitti. Wie ist es dir ergangen? Mal sehen. Also abgesehen davon, dass ich eine chronische Lungenentzündung davongetragen habe und dass es wirklich wehgetan hat, als sie mir die Schnürsenkel mit einer Sonde aus dem Darm entfernen mussten, finde ich, dass ich es ganz gut getroffen habe. Ich habe June kennengelernt. Wir sind jetzt schon fast eine Woche zusammen. Und statt jetzt könnte ich nicht glücklicher sein. Nicht glücklicher? Der war gut. Habt ihr euch mal umgesehen? Hallo, ihr seid hier in der Gosse. Das ist uns egal. Hauptsache, wir haben uns. Aufhören, ich kann nicht mehr. Nein, sorry. Ich will mich nicht über das Elend anderer lustig machen. Wo ich mich doch so gebessert habe. Und das werde ich beweisen. Ich werde wieder gut machen, was ich dir angetan habe. Indem ich euch hier raushole. Jawohl. Oh nein, das muss doch nicht sein. Ach Mann, Rufus, lass das bitte. Ihr beide seid so richtig zusammen? So mit allem drum und dran? Knick, knack? Ja, wir sind zusammen. Es ist einfach perfekt. Wie ist es mit dir und dieser Goal? Auch super.
auch Knickknack. Hat sie immer noch diese Beschwerden? Ich weiß nicht, wovon du redest. Naja, sie wurde doch manchmal urplötzlich so seltsam kindisch. Ach das. Sagen wir einfach, unsere Beziehung hat nochmal so richtig einen Neustart bekommen. Ja, und sie ist jetzt ungefähr nur noch, wie alt? 4, 5 Jahre? Ach. Und ihr lebt in der Kanalisation? Das ist ja furchtbar. Keine Sorge. Uns geht es gut. Wir sind glücklich. Nein, 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 das geht so nicht. Ihr seid so tolle Leute. Ihr habt etwas Besseres verdient als ein Leben in der Kloake. Ein hübsches Stadthaus. Ach, was Haus? Eine Villa. Die schönste Hausvilla für das schönste Paar von Portafisco. Oh, das hast du aber lieb gesagt. Wisst ihr was? Ich werde euch helfen. Nein, 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 Rufus. Nein, wirklich. Wirklich, Rufus. Nicht helfen. Alles. Nur das nicht. Aber Gun, was ist denn los mit dir? Du kennst ihn nicht. Du kennst ihn nicht, June. Du kennst diesen Mann nicht. Der. Ich möchte weinen wie ein Kind. Offensichtlich Rufus. Ja, das sieht man sofort. Habe ich gleich auf den ersten Blick erkannt. Ich muss mich bei dir entschuldigen, Gun. Das letzte Mal habe ich dir ziemlich übel mitgespielt. Oh, ist das süß. Ich wünschte, ich könnte irgendwas tun, um das wieder gut zu machen. Du könntest einfach verschwinden und uns in Ruhe lassen. Gun, was ist denn nur in dich gefahren? Ist schon in Ordnung, June. Ich kann ja verstehen, dass dein Freund Ressentiments gegen mich hegt. Ich habe ihn in der Vergangenheit schwer enttäuscht. Es ist kein Wunder, dass er meine Entschuldigung nicht annehmen will. Ich werde wohl ewig mit meinem schlechten Gewissen leben müssen. Du wirst es überleben, fürchte ich. Gun, er hat sich entschuldigt. Jetzt sag schon was. Ist ja gut. Rufus, ich bin dir nicht böse. Was auch immer du mir angetan hast. Im Endeffekt hat es dazu geführt... Ja, es hat dazu geführt, dass ich June kennenlernen durfte. Und dafür bin ich tatsächlich dankbar. Ach, wenn es doch so einfach wäre. Aber ich spüre, dass ich noch etwas für euch tun muss, um es wirklich wieder gut zu machen. Was? Nein, 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 nichts tun. Es ist gut, hörst du? Irgendetwas ganz, ganz Großes. Oh, Himmel. Ach, ich habe gerade Schwierigkeiten. Ich fühle mich gerade in beiden Rollen gerade irgendwie. Und deswegen habe ich immer das Gefühl, ich rede zu Rufus statt umgekehrt. Komisch, merkwürdige Situation. Ich bestehe darauf, euch umgehend eine Freude zu machen. Nicht doch, Rufus. Das ist wirklich nicht nötig. Wir sind glücklich, so wie es ist. Ja, klar. Glücklich im Rindstein, ihr Spaßvögel. Nee, aber mal im Ernst. Ich habe schon ein paar Ideen, wie ich euer Leben radikal verbessern kann. Radikal? Oh, Hilfe. Was hast du vor? Sag ich nicht. Lasst euch einfach überraschen. Ist das nicht aufregend, Gun? Gun, zitterst du etwa? Oh, halt mich. Frühstück. Na, dann wollen wir doch mal gucken. Kaffee, ein Bagel und Pfeffer. Ah. Wie jetzt? Keine Marmelade? Das verstößt ja gegen die Genfer Konvention. Das ist ja... Also menschenunwürdig auf jeden Fall. Ich komme mir ein bisschen vor wie ein Guantanamo. Warte mal, du bist in der Kanalisation gelandet? Du sitzt ja voll in der Scheiße. Wenigstens tue ich was Nützliches. Toilettentieftauchen. Toll. Ich habe Goal gefunden und weiß, wo die Nukleinsäure ist. Und was hast du geschafft? Ich habe meinen Mantel sauber gehalten. Hast du in deinem sauberen Mantel auch schon die Rebellen alarmiert? Noch nicht. Dafür habe ich Bozo getroffen. Leider ist er nun wirklich keine große Hilfe. Und das ist eine Neuigkeit? Nee, das nicht. Auf jeden Fall ist es gut zu wissen, dass wir uns durch dieses Gitter hindurch austauschen können. Ja, das könnte noch nützlich werden. Ich könnte dir Gegenstände nach unten reichen. Ach, es wäre doch zu schön, wenn es dafür ein neues Interface-Element gäbe. Nein, das gibt es nicht. Nein, das glaube ich nicht. Nein. Mensch, toll, du. Ich hoffe, es funktioniert auch andersrum. Na schön, ich gucke mich dann mal weiter um. Vielleicht finde ich ein bisschen Klopapier für dich. Wenn du die Wahl hast, nimm das dreilagige mit den Luftpolstern. Das poppt immer so schön beim Reiben. Dann haben wir jetzt Staub. Staub! Als hätte ich davon nicht schon genug im Mantel. Also die Susan ist nach wie vor extrem widerlich. Und darum, liebe Kinder, ist es zu eurem Vorteil, wenn ihr mir in meinen dunklen Wagen folgt. Was geht denn hier ab? Diese zwielichtige Gestalt versucht uns unter nicht weniger zwielichtigen Umständen in deinen Lieferwagen zu locken.
Und worauf wartet ihr noch? Das kann nicht Ihr Ernst sein. Kinder dürfen nicht zu Fremden in den Lieferwagen steigen. Das ist eine sehr wichtige Regel. Regeln sind was für Leute, die zu ungeschickt zum Schummeln sind. Ich bin der festen Überzeugung, dieser freundliche Herr hat nur die allerbesten Absichten. Nicht wahr? Genau. Er behauptet, er habe einen Streichelzoo mit niedlichen Tieren da drin. Ein Streichelzoo? Ist das wahr? Was? Naja, eigentlich. Ich zuerst, aus dem Weg. Juhu, Streichelzoo. Ganz schön dunkel hier für einen Streichelzoo. Ja, wo sind denn jetzt die niedlichen Tiere? Naja, hier. Direkt vor ihm. Uiuiui, ich bin ja so gespannt. Der macht die Hose auf und holt ein Backenhörnchen raus. Ich weiß doch genau. Was? Ein niedliches Pelztier? Nein, ich will das nicht anfassen. Das ist ekelhaft. Das ist... Ich fasse mal an. Oh, was tun Sie denn da? Sie bringen das arme Tier ja um? Gar nicht. Na doch, Sie erwürgen es. Na nun mal langsam. Ich kann sehr gut mit Tieren umgehen. Aufhören, sofort. Machen Sie, dass Sie hier rauskommen. Kein Grund, gleich so rumzuheulen. Du warst sowieso gerade fertig. Stör ich? Rubusch, welch eine Freude, dich zu sehen. Du kommst gerade rechtzeitig. Na, wen haben wir denn da? Noch ein Mitstreiter im Kampf gegen die Unterdrückung? Das ist Rubusch. Ich hab dir von ihm erzählt. Wow, wirklich? Der Rufus? Wenn das kein gutes Omen für unsere Unternehmung ist, dann weiß ich auch nicht. Ich bin Cowboy Dodo. Du kennst mich vielleicht aus dem Kommunalfunk. Und das hier sind Cindy, Hottie und Cutis. Er hat sich unseren Namen gemerkt. Psst, ich will nichts verpassen. Alle mal herhören. Ich bin hier die Hauptperson, okay? Aber das verstehe ich nicht, dass... Also hier ist die Kotze, ne? Da müsste der Putzibot doch rauskommen, die Kotze wegmachen. Und stattdessen lässt er die Kotze da eintrocknen. Und der ganze Kotzegeruch, der ergießt sich doch jetzt in den Raum. Und dann stinkt es ja überall nach Kotze. Und alles ist voller Kotze und Kotze, Kotze, Kotze. Und wenn ich noch dreimal Kotze sage, ja, ich gehe schon. Ja, auf jeden Fall, das verstehe ich nicht. Kotze. Lass uns bitte ein Gespräch führen. Ein sehr, sehr langes Gespräch mit sehr komplizierten Wörtern in den Sätzen. Wie war noch gleich der Plan? Wir sind hier direkt über Amtmann Argus Büro. Wir vermuten, dass er die Aufstiegscodes dort versteckt hat. Darum wollten wir Cowboy Dodo abseilen, damit er sie ergattern kann. Ist doch eigentlich ganz einfach zu verstehen, oder etwa nicht? Kein Kommentar. Das kommt auf die Aussprache drauf an. Und überhaupt! Wo sind die anderen? Wenn du Liebold und Galeb meinst, die unterstützen die Truppen, die in der Stadt gegen den Organon antreten. Das klingt ja nach einem richtigen Bürgerkrieg. War ich auch. Als wir aufbrachen, war die Lage bereits prekär. Es gab unzählige Verletzte und kaum zu beziffernde Kollateralschäden. Gab es auch Tode? Tausende Tode. Oh, das ist ja überhaupt nicht zum Lachen. Doch schon. Was hat denn der Fatzke hier zu suchen? Fatzke? Welcher Watschke denn? Cowboy Dodo ist doch kein Watschke. Er ist ein populärer Popstar. Wir können froh sein, dass er unsere Truppe unterstützt. Leihst du mir deinen Schraubenzieher? Na klar. Aber mach ihn bitte nicht kaputt. Wann hab ich denn jemals etwas von dir kaputt gemacht? Gerade neulich erst hast du meine Friteuse in eine Art Katzenklo verwandelt. Nur weil du eine kranke Bambaschkatze aufpäppeln und schämen wolltest. Jetzt verrat mir doch bitte mal, worin ich zukünftig meine Kroketten frittieren soll. Sorry, aber ich verstehe kein Wort. Und dann ging deinetwegen meine Badewanne in die Brüche und meine Geldbörse und mein Gasbrenner. Tut mir leid, ich verstehe einfach nur Bahnhof. Du weißt doch, dein Sprachfehler. Welcher Sprachfehler denn? Bis später. Sei bitte vorsichtig. Kann ich mir den Heizstrahler ausborgen? Naja, es ist schon recht kalt hier. Aber wenn es nicht lange dauert... June, lass mich das mal machen, okay? Wofür brauchst du ihn denn, Rufus? Naja, ich dachte... Oh, da fällt mir ein, dass die Garantie verfällt, wenn wir ihn verleihen. Genau, wenn wir ihn verleihen, ja. Sorry, Rufus. Ein andermal. Vielleicht. Okay, dieser blöde Kuhn, ich hasse diesen Penner. Der will mir den Heizstrahler nicht borgen. Dieser Anti-Mensch.
Wollt ihr mal einen richtigen Helden kennenlernen? Natürlich wollen wir. Aber Cowboy Dodo ist so unnahbar. Aber Ladies, ihr kennt mich doch. Oh mein Gott, er hat mich angesprochen. Er ist so süß, wenn er redet. Gleich werde ich ohnmächtig. Erinnert mich ein bisschen an Sarazar. Entschuldigung. Soll ich euch was vorlesen? Au ja. Vorlesen. Sehr freundlich, Herr Rufus, aber hier geht das nicht. Wir stehen bis zum Hals im Wasser. Wie, auch noch Ansprüche stellen, oder was? Kein Wunder, dass eure Eltern euch ausgesetzt haben. Oh, der ist so böse, der ist so böse. Ich will's gar nicht wissen. Können wir da vielleicht 5 Cent einwerfen, hier so? Oder pass auf, ich weiß was. Wir brechen die Brüste mit dem Kuhfuß auseinander und finden darunter bestimmt irgendwas fürs Inventar, was uns weiterhilft. Wenn mein Dad wieder mal tagelang beim Bowlen war. Beim Dieter Bohlen, oder was? Nee, auf jeden Fall, Fax ist ja so 90er inzwischen, weißt du? Radio killed the print media star. Oh, Gottes Willen. Dem Motiv nach muss das hier Lottis Brotdose sein. Sie war schon immer ein Cowboy-Dodo-Fan. Aber sie darf nicht mehr zu den Konzerten, seit sie einmal ihren BH auf die Bühne geworfen hat. Der arme Schlagzeuger. Möge er in Frieden ruhen. Hallo, Lotti. Du scharfe Sau. Ich könnte euch helfen, die Wohnung zu renovieren. Was? Bitte nicht. Nein, nein, bitte nicht. Wir haben es uns gerade erst so richtig gemütlich gemacht hier unten. Alles klar. Ihr wollt überrascht werden. Kein Problem. Ich warte einfach, bis ihr eingeschlafen seid. Nein, Rufus. Nein, wir... Ja. Ich habe vollkommen verstanden. Das erklärt einiges. Er will eh nur 5 Cent Kinder. Na, liebe Kinder, möchtet ihr ein paar bunte, lustige, verschreibungspflichtige Medikamente? Aber Moment mal, man darf gesunden Kindern doch nicht einfach so irgendwelche Medikamente geben. Ja, natürlich nicht. Weil sie ziemlich teuer sind, ne? Ich weiß schon, wie ich die alte Toni aus der Reserve locken kann. Gib dir keine Mühe. Du solltest mich wirklich besser kennen. Ich habe mir noch nie Mühe gegeben. Weißt du noch, wie ich die Urne deiner Großmutter als Puddingtopf verwendet habe? Ich... Bin mir sicher, du hattest deine Gründe. Ja, aber die Sache ist die. Das war gar kein Pudding. Das ist doch mal endlich eine plausible Antwort auf die Frage, woher dieser Geruch kam. Danke für diese Offenbarung. Alter, das geht nicht. Weißt du noch, wie ich Mr. Buffel das Fliegen beibringen wollte? Ja, das weiß ich noch. Und ich entschuldige mich, falls ich damals unangemessen reagiert habe. Ich hatte weder meine Fäuste noch den Schlagring unter Kontrolle. Ja, aber das Beste weißt du ja noch gar nicht. Eine Woche später hat es doch noch geklappt. Und die Geschichte, dass Mr. Wuffel von einem abstürzenden Wetterballon getroffen wurde, stimmt auch nur zur Hälfte. Was? So eine Erleichterung. Dann war meine Reaktion ja doch vollkommen angemessen. Ach schön. Ach, Alter, nee, das ist jetzt aber nicht mehr so schön. Weißt du noch, wie ich deine Mutter heimlich auf dem Klo fotografiert habe? Ja, aber ich habe nie verstanden, warum. Weil ich dir nie erzählt habe, dass ich die Fotos dem alten Schmierlappen-Bob verkauft habe. Ich musste natürlich noch einen Schlüpfer drauflegen, um mir das dicke Album leisten zu können. Du bist so ein... Hallo, Dre. Immer wieder für eine Überraschung gut. Ich will das gar nicht. So. Aha. So sieht der gute Mann also in der Nahaufnahme aus. Ja, gut zu wissen. Und die da oben scheint jetzt ein bisschen unglücklich zu sein. Da kommt man ja gar nicht mehr hin. Goon und June. Süß, die beiden. Das heißt, Moment mal, ist das nicht... Goon? Goon, alter Haudegen. Was machst du denn hier? Hey, Rufus, ich weiß gar nicht, wie ich dir danken soll. Kein Grund, diesen sarkastischen Ton anzuschlagen. Ich weiß, ich hab dir übel mitgespielt. Aber... ich habe mich gebessert. Ach, das weiß ich doch. Ich wollte es ja zuerst nicht glauben. Aber dann hast du uns dieses tolle Stadtgrundstück organisiert. Habe ich das? Sehr seltsam. Ja, Mensch, das freut mich ja, dass man endlich mal ein bisschen als Kellerkind an die frische Luft kommt. Aber wo ist denn hier die Let's Play-Aufnahmekabine eigentlich? Haben wir hier noch ein bisschen Anbau? Ach ja, die guten alten Zeiten, ne?
Aber Rufus, darüber haben wir doch schon gesprochen. Wirklich? Kann ich mich gar nicht dran erinnern. Kann nicht so interessant gewesen sein. Nein, war ja auch erst vor ein paar Folgen, das ist ja schon ein bisschen her. Wie ist es dir ergangen? Aber Rufus, darüber haben wir doch schon gesprochen. Wirklich? Kann ich mich gar nicht dran erinnern. Kann nicht so interessant gewesen sein. Na doch, das ist aber schon ein paar Folgen her. Ihr beide seid so richtig zusammen? Aber Rufus, darüber haben wir doch schon gesprochen. Wirklich? Kann ich mich gar nicht dran erinnern. Kann nicht so interessant gewesen sein. Ach, na ja, ist ja auch schon ein paar Folgen her. Warum kommt ihr nicht raus in die Sonne? Verlockend ist es ja schon. Aber Goon, deine Grasallergie. Herrje, dann steht dir halt mal einen Augenblick. Es ist ohnehin nicht gut, wenn man in einer Beziehung zu sehr aufeinander hockt. Sagte der Mann, dessen Freundin ständig an irgendwelchen bizarren Bewusstseinsunpässlichkeiten leidet. Bewusstseinsunpässlichkeiten. Das muss ich mir merken. Wo ist sie überhaupt? Okay, anderes Thema. Und jetzt? Und jetzt schön brav stillhalten, ist das klar? Was genau haben die vor? Stillhalten gilt auch für die Futterluke. Was? Was? Okay, jetzt hat er dich also doch als Räuberleiter missbraucht. Der Sack, Alter, das gibt's doch gar nicht. Ja? Ich hab hier einen Liegestuhl für euch. Ach, Rufus. Das können wir unmöglich annehmen. Natürlich könnt ihr. Aber der war doch bestimmt teuer. Ihr könnt ja später was dazugeben, wenn ihr wieder flüssig seid. Wer braucht schon Geld, wenn er anderen eine Freude machen kann? Wow, Rufus, ich weiß gar nicht, was ich sagen soll. Wie wär's mit Danke? Ach ja, danke, Rufus. Und verlass dich drauf, du bekommst dein Geld. Keine Eile. Ich finde das gerade süß, wie sie ihn anschmachtet. Also nicht Rufus, sondern natürlich den tollen Goon, der... Was macht der da eigentlich? Und warum hat er so ausladende Gesichtsbacken? So, Klappstuhl-Goon. Was findet June nur an diesem Blindfisch? Das frage ich mich allerdings auch. Ja. Geht es voran? Nicht wirklich. Siehst du was hier? Ich wünschte. Mann, hier muss ich auch einen Nippel durch die Lasche. Ich wünschte, es gäbe eine Bedienungsanleitung. Tja, man kann nicht alles haben. Schön, das ist ja doch alles reingekommen. Ich dachte, das wird geschnitten. Das ist ja komplett ungeschnitten. Da freue ich mich. Einfach mal viel zu lange geflucht. Geht es voran? Ich wünschte... Mann, hier muss ich auch einen Nippel durch die Lasche. Ich wünschte, es gäbe eine Bedienungsanleitung. Tja, man kann nicht... Eine Bedienungsanleitung brauchen wir auf jeden Fall. Das hier ist doch eine Bedienungsanleitung. Ein Tierchenabdruck. Hier? Was ist das denn jetzt? Eine Anleitung, wie man diesen vermaledeiten Klappstuhl aufstellt? Nein. Scheiße, jetzt habe ich Blut am Daumen. Dann muss das eben warten. Hat er gerade Scheiße gesagt? Das finde ich nicht gut. Brauchst du die Kurbel noch lange? Hetz mich nicht. Es kann ja nicht jeder so einen Affenzahn drauf haben wie du. Huch, da war gerade der Fetzen auf dem Kopf, als wir mit dem gequatscht haben. Pass mal auf. Siehste? Brauchst du die Kurbel noch lange? Hetz mich nicht. Und jetzt ist der Hut wieder da und jetzt verschwindet er wieder. Aha, einen kleinen Bug gefunden. Ich freue mich. Hallo Freunde von Jellik, da habe ich einen Bug gefunden. Was ist denn das? Ein schmucker Bewerber? Oh nein. Was? Hey! Was? Nein! Hä? Teigtaschen, nur ein Slotty 25 das Stück. Bravo, Zugabe! Ich will nicht. Das verstößt auch gegen die Genfer Konvention? Oh. Oh. Na, da hat der Goon aber. Also, da muss ich ja mal. Das ist ja also schon sehr. Und so. Auch, so. Dann auch, wie man... Ne, ich hoffe, ich habe mich da klar ausgedrückt, dass man das mal versteht. Teigtaschen... So ist er nun doch ein nützliches Mitglied der Gesellschaft. Wenn das kein Happy End ist. Teigtaschen-Guten, oh Mann.
Trägun. Teigtaschen. Nur ein Slotty 25 das Stück. Wow. Wie ich sehe, hast du dich in deinen neuen Job ja schon richtig reingearbeitet. Teigtaschen. Teigtaschen. Was ist denn mit ihm los? Er konzentriert sich. Du bist immerhin sein erster Kunde. Bist du dir sicher? Teigtaschen. Er wirkt irgendwie so somnambul. Teigtaschen. Vertrau mir. Das ist ganz normal. Der Wirt muss sich erst noch an den Symbionten gewöhnen. Der Wirt? Teigtaschenwirt. Eine ganz normale menschliche Berufsbezeichnung. Ich will das. Ich will das nicht. Das. Okay, also mit Goon? Was macht man denn jetzt mit Goon? Der Arme. Scheiße, ich weiß jetzt bin ich sowieso ratlos, was wir noch machen können. Hier, ein paar Hormone vielleicht, Teigtaschen-Goon? Hey, Goon, willst du mal eine voll coole Geschichte hören? Hey, während der Arbeitszeit wird nicht mit dem Personal gesprochen. Es sei denn, es geht um... Teigtaschen. Genau, gut machst du das. Teigtaschen. Manno, ich fühle mich so benutzt. Hallo? Hier trägt er wieder meine Schuhe. Das Haus brennt. Seine ersten Stützräder. Da war er 21. Wie stolz er guckt. Beehren Sie uns jederzeit wieder. Ich glaube, da stimmt was mit deiner Aushilfe nicht. Nanu, hat er sich etwa aufgehangen? Versuch doch mal ihn aus und wieder anzuschalten. Was? Teigtaschen, nur ein Slotty 25 das Stück. Ah, da ist er wieder. Entschuldige die kleine Panne. Kein Problem. Es ist so schwer, heute gute Mitarbeiter zu finden. Der arme Goon. Und jetzt weiß ich, warum ich diese komischen Geräusche machen sollte. Kikeriki, was denkt er sich? So, nun wird geschlafen. Ich weiß nicht. Gretchen, Angst. Na, jetzt macht euch mal nicht schlechter, als ihr seid. Ihr seid zwar blöd, aber doch nicht zu blöd zum Einschlafen. Dann wären ja sogar diese pennenden Skorpione da hinten klüger als ihr. Ach, mein Fehler. Die pennen ja gar nicht. Die lauern. Okay, was wollen die denn jetzt noch von mir? Was ist los? Warum schlaft ihr nicht? Wir haben Hunger. Euch ist zu kalt, ihr seid aufgeregt, ihr habt Hunger. Was kommt denn als nächstes? Aufs Klo müssen, der totale Klassiker. Also eigentlich... Teilt euch Goalies Eimer. Ein bisschen Bratensoße schmeckt doch gut, oder? Nein, hier, auf Rösti. So, Rotzis, Essen fassen. Das wird euch schön müde machen. Das geht doch nicht. Oh, die armen Kinder. Die armen Kinder. Oh. Mann, die haben ja vielleicht reingehauen. Und sie haben gerade mal einen Teller übrig gelassen. Und jetzt schlafen sie. Ja, die sind schon süß, wenn sie schlafen. Richtig zum Anbeißen. Also, wie er schwitzt da hinten. So, richtig zum Anbeißen. Aber was mache ich denn jetzt noch? Mann, die haben ja... Und jetzt schwer, ja, die sind ja, richtig ja. So, die schlafen jetzt aber wirklich, ne? Seid ihr auch wirklich eingeschlafen? Ja. Na, endlich. Was mach ich? Sie haben ihn bei sich, stimmt's? Du hast es erraten. Glückwunsch. Hier, nimm ihn ruhig. Alter. Ich kann nicht aufhören, da hinzugucken. Das ist so widerlich. Danke. Der hat eh immer sehr gejuckt. Das ist das ekelhaft. Ich will nicht in der Tasche haben. Ich geht.
Das hier ist wohl eins dieser Probleme, die sich nicht durch den kreativen Einsatz von Fußpilz lösen lassen. Boah, ich brauche irgendwo eine Raspel her, glaube ich. Oh, das ist das widerlich. Wie geht's denn den Kinderchen? Ja, wir können... Oh, oh. Das ist so bescheuert. Aber naja, es ist halt der 8-Bit-Pub. Und der Leierkastenmann? Hm. Ich krieg kein Freizeichen. Das muss an diesem Missing Link zwischen Mensch und Affe liegen. Boah, Alter. Oh. Ich brauche Opa Bosos Suppe nicht, um einen fliegen zu lassen. Ich meine, hey, dieser pubertäre Humor, den finde ich nicht witzig. Ich wünschte mir, meine Ohren würden abfallen. Das kann ich im Moment gut nachvollziehen. Aua! Huch! Was ist denn das? Ein Flyer? Warum eigentlich nicht? Fräulein Toni? Ich denke, ich habe eine gute Nachricht. Ich habe endlich die passende Therapie für Ihr Krankheitsbild gefunden. Warten Sie, ich stelle Ihnen nur kurz ein Rezept aus. Boah, voll schön. Der hat doch nicht wirklich der Toni ein Rezept über einen Strick ausgestellt? Was ist denn los mit seiner Laufanimation, sag mal? Schwieberufus, Schwieberufus. Hallo? Da war er weg. Ich wechsle mal kurz das Bild. Was ist denn hier los? Hallo? Liebes Team von Dedelic, lieber Poki. Es tut mir wirklich sehr leid. Ich kann nichts dafür, dass mir diese seltsamen Dinge immer passieren. Ich habe mir das nicht ausgesucht. Göbloprazol 2. Wer mehrmals isst, hat mehr davon. Probieren Sie auch? Cortisolin C und C, Fifabrocoson, Riazepan, auch als Riazepan DLC erhältlich. Sowie viele weitere Leckerbissen aus der EA-Produktpalette. Aus der EA-Produktpalette? DLC aus der EA-Produktpalette? Ach, schöne kleine Anspielung. EA. Antidepressiva, ja, die brauche ich auch gerade. Dr. Smileys Glückspastillen machen Mut, schmecken gut. Und dann ist da noch ein Sternchen, das auf eine kleingedruckte Fußnote hinweist. Moment, ah, hier. Erhöhen die Suizidgefahr, verklumpen dir dein Blut. Ja, dann. Alter, ich will doch jetzt nicht... Ich will ihm doch jetzt nicht den Bandwurm aus dem Arsch ziehen. Und noch viel schlimmer, vor allen Dingen will ich den Bandwurm nachher nicht als Seil benutzen. Denn ich glaube, also ganz ehrlich... Huch! Da versteckt er sich, der kleine Racker! Und wie er stinkt! 2000 Jahre später. Ich würde das Rätsel echt gern machen, aber ich kann es wirklich nicht machen. Ich müsste jetzt wirklich alles mit allem kombinieren und alles durchgehen und bla, und dann sitzen wir morgen noch hier. Ich würde am liebsten nochmal zurück machen, also einen kleinen Reset, dann würde ich mir das merken, aber leider geht das nicht. Oder ich bin zu doof dafür, aber ich sehe hier keine Option außer überspringen. Insofern werde ich das wohl oder übel machen müssen. Es tut mir furchtbar leid. Ich wünschte, ich hätte eine andere Gelegenheit. Ja, dann müsste ich jetzt nochmal den Spielstand laden, wieder bis hierhin spielen und dann wieder die Aufnahme anfangen. Deswegen, ich überspringe das einfach. Ich hätte es mir vorher aufschreiben sollen. War doof, aber war nicht mit zu rechnen, weil sonst alles, was ich mir aufgeschrieben habe bei Goodbye Deponia, war für einen Arsch. Hätte ich nicht gebraucht und jetzt hätte ich es gebraucht und da gibt es leider keine Zurückfunktion. Naja, kannst du nichts machen. Sorry, tut mir leid, ich entschuldige mich. Hilft ja nicht. Und wo gehört das letzte Teil hin? Ach was. Ist ja auch wurscht. Wird schon nicht so wichtig sein. Fertig. Was? Was? Und wir haben ein kleines Baby Boso im Winter. Zur Strafe kommt er heute ohne Socken ins Bett. Kann ich den vielleicht in die Suppe tunken? Das ist nicht nötig. Baby Boso hat sich vorsorglich einen ganzen Vorrat an Bratensoße in die Windel gepackt. Wollen wir jedenfalls mal hoffen, dass das Bratensoße ist. Die Fütterungszeit ist vorbei. Nicht, dass er mir nochmal ausbüchst. Was erkennen Sie auf diesem Bild? Einen Patienten, der versucht, den Spieß umzudrehen. Jetzt sind Sie der Verrückte. Ich glaube, Sie haben den Sinn dieses Tests nicht ganz verstanden. Verrückt, 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 verrückt. Verrückt. Ach, herrje.
Perfekt. Wenn ich die Antidepressiva in die Suppe mische, wird es viel leichter sein, sie Boso unterzujubeln. Hier steht, man soll maximal 2 Tabletten am Tag nehmen. Boso zählt aber für 2. Und er ist frustriert für 10. Ach, was soll's. Ich tue einfach alle rein. Sicher ist sicher. Ja, das ist eine tolle... Baby-Boso frisst die Suppe im Inventar. Alter, wir haben so ein Baby im Inventar. Das sieht, glaube ich, voll süß aus. Trotzdem, wir haben ein Baby im Inventar, das frisst jetzt unsere Suppe. Tja, was... Ach, das gibt es doch nicht. Baby Boso hat die restliche Suppe aufgegessen. Aber da waren doch die Antidepressiva für Boso drin. Böser kleiner Windelscheißer. Böser, böser, böser kleiner Windelscheißer. Ich meine, wenn der die Suppe aufgegessen hat, kriegen wir die bestimmt mit Brechmittel wieder raus. Ich meine, warum nicht? Tja. Ich sehe keinen anderen Weg, meine Antidepressiva zurückzubekommen. Sag schön brav A. Das mit dem Alphabet üben wir aber nochmal. So, jetzt haben wir ein Baby Boso, dem schlecht ist. Nicht im Mantel, hörst du? Ja, aber wo denn sonst? Alter, das ist... Ich hab gerade eine fürchterliche Idee und wehe, es funktioniert. Wehe. Nein, 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 nein! Nein! Jetzt reicht's! Hör endlich auf! Niemand braucht deine Hilfe! Und schon gar nicht dabei, die Welt zu retten! Weil niemand in einer Welt leben will, in der ausgerechnet du den Helden spielen darfst! Du bist kein Held! Du bist ein Riesenarsch! Und du wirst uns alle umbringen! Aber du checkst es nicht, weil wir alle viel zu nett zu dir sind. Ach, Rufus, der meint es doch nicht so. Natürlich meinst du es so! Aber willst du mal wissen, was wir wirklich denken? Wir denken, hau ab! Wir denken, warum stirbst du nicht endlich? Du willst uns doch helfen, oder? Toll! Warum tust du es dann nicht? Warum stirbst du nicht einfach? Wow. Das war... Wow! Mir geht es plötzlich richtig gut. Ich fühle mich so... befreit. Ich könnte Bäume ausreißen. Ich... Oh, Rufus. Alles okay? Boso! Alte Piratensocke! Du bist wieder da! Ja, ja, verdammt. Sieht so aus, was? Also, worauf warten wir noch? Wir müssen zum Rebellenlager. Ich hasse diesen Dad, diesen Seagull, hasse ich so sehr. Der ist so widerlich, so ekelhaft, so arschig, so dreckig, so mies, so unmenschlich, so widerlich, so schmierig, so schwierig, so stierig, so stieselig, so pieselig, so zieselig, so wieselig, so frettchenhaft, so klettchenhaft, so brettchenhaft, so bettchenhaft, so... kokettchenhaft, so einzelhaft, so zweizelhaft, so zweifelhaft, so widerlich, so liederlich, so rieche ich dann, wenn ich mich darüber aufrege. Nee, Alter, den kann ich überhaupt nicht. Also der ist wirklich, also das ist also wirklich der schlimmste Mensch in diesem ganzen Konstrukt hier. Ist auf jeden Fall dieser General, nee, dieser Seagull. General nenne ich den gar nicht. General wird für mich immer Bergfrühling bleiben. Der Seagull ist immer der Möwenschiss. Und das ist der auch einfach. Oppenbott, werfen Sie die Frau vom Turm. Aber... Weniger widersprechen, mehr Frau vom Turm werfen. Nein! Hinterher, hinterher, hinterher! Überraschung, Sohnemann. Du dachtest wohl, du könntest mir entkommen, was? Wozu eigentlich? Was bezweckst du damit? Keine Ahnung. Zeit schinden? Zeit?
Wofür? Der dritte Rufus hat bestimmt einen Plan. Du benimmst dich wie ein Baby. Sieh es ein, der dritte Rufus hat es auch vermasselt. Ich glaube nicht. Der dritte Rufus hat es nicht vermasselt. Nanu, was ist das? Mein Babyphone klingelt. Ja, hallo? Ich habe es vermasselt! Alles klar, danke. Komm schon, mach dich nicht so schwer. Wir haben noch Arbeit vor uns. Die wirst du wohl ohne mich erledigen müssen. Ich schaffe es nicht mehr. Wovon redest du denn da? Natürlich schaffst du das. Leider nicht. Er hat mich doch ganz schön getroffen. Du bist jetzt wieder auf dich allein gestellt. Versprich mir, dass du Goal retten wirst. Und Deponia. Und dass du es nach Elysium schaffst. Tu es. Tu es für mich. Nein, nein, du darfst nicht sterben. Halte durch. Du kannst es noch schaffen. Nein, es ist zu spät. Alles wird dunkel. Du musst wach bleiben. Hörst du? Gib jetzt nicht auf. Mach dir mal keine Sorgen um mich. Ich komme schon klar. Solange ich auf der anderen Seite keine Schrottpressen reparieren muss. Nein, ich habe noch 3 Gesprächsoptionen. Du darfst noch nicht sterben. Ich brauche noch mindestens 5 Minuten, bevor die Storyline weitergeht. Ich schaff das nicht ohne dich. Doch, kleiner Anakin, Rufus, das tust du. Und tief in deinem Herzen weißt du das auch. Ich glaube an dich. Lass mich jetzt nicht allein. Du kriegst das auch ohne mich hin. Du hast es immer alleine geschafft. Wäre doch eh blöd gewesen, wenn wir uns den Ruhm hätten teilen müssen. So ein selbstloser Rufus, das gibt's auch nur im Tod. Ich auf jeden Fall. Ich öffne mein Herz und ich schreie es heraus in die Welt. Ich liebe dich. Das würde ich an deiner Stelle auch tun. Ich bin ja auch echt lässig. Mach's gut, Rufus. Hast du's bald? Ich will ja nicht unromantisch erscheinen, aber wir haben hier nach wie vor ein paar riesige... Nein! 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 Tja, das war's dann wohl. Schließlich hast du es doch noch geschafft, uns alle zu töten. Die Kanone war unsere letzte Chance. Und nun ist sie verstopft. Wir werden alle sterben. Und es ist alles deine Schuld. Vielen Dank auch, Rufus. Stopp! Ihr solltet euch was schämen. Ihr wollt allen Ernstes Rufus die Schuld geben? Wo wärt ihr denn jetzt ohne ihn? Doch immer noch zu Hause in Kuwak oder auf dem schwimmenden Schwarzmarkt. Und ihr würdet da euer kleines Süppchen kochen und nicht einmal hochgucken, bevor die Bombentürme ihre Klammern öffnen. Er war es, der euch hierher gebracht hat. Er hat für euch und euren Planeten gekämpft. Und das, obwohl ihr ihn hasst. Er hätte mehrfach mit mir nach Elysium gehen können. Aber er tat es nicht, weil er euren Planeten nicht auf dem Gewissen haben wollte. Und nun verdammt ihr ihn nur, weil er das Gleiche auch für Elysium tut? Goal! Oh, Goal! Du lebst! Und du siehst gut aus! Und du lebst! Aber... Aber? Aber warum eigentlich? Wo warst du nur? Das ist eine lange Geschichte, die damit endete, dass Argus mich von der Spitze der oberen Aufstiegsstation werfen ließ. Ein Rufus sprang mir hinterher und erwischte mich nur wenige Meter vor dem Aufprall. Dann verlor er die Kontrolle über seinen Flugroboter. Ich wurde abgeworfen, kurz bevor er das Tor zum Rebellenlager passierte. Zum Glück landete ich sanft auf einem Teigtaschenstand. Kann ich euch kurz unterbrechen? Bei aller Wiedersehensfreude... Hallo, Goal. Toni. Wir sind trotzdem noch zum Tode verurteilt. Ihr erinnert euch? Lass sie doch, Toni. Es ist egal. Wir können ohnehin nichts mehr tun. Ich weigere mich, das zu glauben. Es muss noch einen Weg geben. Genau! Was guckt ihr mich so an? Mein Plan war das mit der Kanone. Denkt ihr wirklich, ich hätte das gemacht, wenn ich einen anderen Ausweg gesehen hätte? Wenn ihr einen Plan wollt, dann muss der schon von Rufus kommen. Ist das dein Ernst? Und gute Nacht.
Du, Doc, ich weiß nicht. Ich habe in den letzten Tagen durchaus ziemlich viel Mist gebaut und... Natürlich hat Rufus einen Plan. Was habe ich? Na, einen Plan. Einen genialen Superplan. Seinen besten bislang. Und er beginnt mit einem P, richtig? Ja, nun schon. Ich habe sogar mehrere Pläne zur Auswahl. Ich möchte nur nicht so angeben. Deswegen habe ich hier vielleicht ein tolles Heldenfoto. Das ist doch ein Superplan. Hat jemand einen Stift? Was ist denn das? Ach, das ist wirklich ein Stift. Naja, es ist nicht, nicht so besser als jeder andere. Ich kann mich jetzt verlieren. Sieht doch gut aus. Viel Glück, Rufus. Mit Glück hat das nichts zu tun. Mein Plan basiert zu 100% auf den Gesetzmäßigkeiten des Ereignisdrucks und der Alternativlosigkeit. Ja, das sehe ich aber genauso. Oh, wir können es doch selber angucken. Nee, mit uns selber sprechen? Auch nicht. Sieht nur so aus. Türknopf, keine gute Idee. Oh, na endlich etwas Luft. Könnt ihr mal ein Stück rücken? Wessen Hand ist das? Psst, da hinten. Rufus muss sich konzentrieren. Die Deponianer, ach wie süß. Hoffentlich werden wir nicht angehalten. Könnt ihr mal gucken, ob jemand auf dem Kabel steht? Also, ich bin es schon mal nicht. Ich auch nicht. Das bist bestimmt wieder du, Brock. Sei nicht albern, Frau. Du vielleicht, Doc? Ich weiß nicht. Ich kann meine Beine nicht mehr spüren. Ich glaube, ich bin es. Das ist nicht das Kabel. Barry! Warte! Ich glaube, ich habe den Fehler gefunden. Ich muss nur diesen Sandsack irgendwie hochbekommen. Das bin ich. Oh, jetzt sollte es funktionieren. Danke. So, dann wollen wir mal zünden. Jetzt aber. Uh-oh. Das letzte Manöver war auch nicht viel döver als jeder Plan, der sonst zur Debatte stand. Ein guter Moment, um sich nochmal das Zentrum der Handlung bisher auf die Platte zu laden. Vielleicht wirkt ja manches, was Rufus so anfasst, chaotisch, doch im Notfall-Szenarium verstummen. Selbst die sattelfestesten Spezialisten unter den Konventionalisten halten besser mal ihren Besserwisser-Schnabel, die Dummen. Besserwisser-Schnabel, die Dummen. Deponia, ein Fest der Unsinne. Autsch. Ach, Herr Amtmann, endlich! Die Mannschaft wartet schon ganz ungeduldig. Warten? Auf Ihre Rede natürlich. Und ich darf hinzufügen, dass ich persönlich nicht weniger aufgeregt bin. Ihre Reden sind immer so inspirierend, so eloquent. Sie spielen auf der Menge wie auf einem Musikinstrument. Mit Verlaub, wenn ich mir die Bemerkung vielleicht gestatten darf, ein weniger charismatischer Redner würde von so einem Publikum doch sonst zerfleischt werden. Aha, würde er das? Aber sicher, Ihre Worte jedoch sind die pure Magie, unnachahmlich. Doch genug meiner bescheidenen Schwärmerei. Sie sollten anfangen, bevor die Meute noch unruhiger wird. Ja, ja, das können wir schließlich nicht wollen. Wohlan, elektrisieren Sie uns. Versprühen Sie Ihren Zauber. Einen Moment. Ich glaube... Test, Test. Meine Herren, es spricht nun zu Ihnen unser aller Vorbild. Unser Anführer, unser Vordenker, unser Idol, Amtmann Argus. Der mir eben noch einmal persönlich versichert hat, dass seine heutige Ansprache ihre Herzen für unsere gemeinsame Sache in nie dagewesener Weise entflammen wird. Und nun... Nein! Stillgestanden! Das Wort hat Amtmann Argus. Ich...
Also nun... Das hat er gewusst. Und er hat mich volle Latte auflaufen lassen. Dieser Arsch. Da oben auf der Brücke ist ein Paradebeispiel für unsere Organisation. Der Organon ist, wie das Wort ja schon sagt, eine Organisation aus Ärschen. So wurden wir konstruiert. Das ist unsere heilige Bestimmung. Ich weiß, was ihr jetzt denkt. Wie kommt ihr dazu, so etwas zu behaupten? Ja, wie komme ich eigentlich dazu? Schaut euch doch mal an, schaut mich doch mal an, schaut euch doch mal um. Schaut euch doch mal unser Logo an. Ja. Ja, Mensch. Schaut euch doch mal unser Logo an. Da hat doch irgendjemand bei einer Betriebsfeier sein Hinterteil auf den Kopierer gelegt. Und seither ziert dieser traurige Anblick unser Banner. Der Abdruck eines nachgiebigen, hängenden Hinterns. Ah, darf es uns nicht Wunder nehmen, dass man uns wie Ärsche behandelt. Ha, sehr gut, sehr gut. Nun, ich könnte euch noch 1000 weitere Beispiele geben. Ja. Fakt ist, wir sind hier die Ärsche. Aber ist das ein Grund, sich zu schämen? Ich sage nein. Oh nein, ich bin stolz darauf, was ich bin. Ich bin ein Arsch. Und das seid ihr auch. Ihr seid auch alle Ärsche. Es wird Zeit, der Welt zu zeigen, was in uns steckt. Lang lebe der Organon! Sind Sie zufrieden? Sehr inspirierend. Wie immer. Sauber. Dann kann ich ja gehen. Wo geht es zur Brücke? Aber was ist mit der Hymne? Der Hymne? Genau. Nach jeder Ansprache stimmen Sie unsere Hymne an. Das können Sie doch nicht vergessen haben. Ach so. Die Hymne. Los geht's. Ist jetzt der rechtmäßige König. So, können wir jetzt bitte wieder gehen? Es ist wahr. Der da ist Rufus. Was? Ja klar. Er hat recht. Ich bin Rufus. Ist das ein Trick? Ein letztes Manöver? Du weißt, wenn ich ihm helfe, kannst du dich nicht mehr umentscheiden. Du wirst fallen und sterben. Es hilft doch nichts. Wir drehen und drehen und drehen uns hier im Kreis und es gibt keine Möglichkeit, das Goal zu beweisen.
Dass sie uns aber inzwischen nach der langen Zeit nicht einfach an der leicht gesunden Gesichtsbräune und den paar Stoppeln im Gesicht erkennt, um die beiden bleichen Hansel hier von Elysium, man sieht doch, wie bleich die sind. Und Rufus ist eben ein bisschen gebräunter, weil er die ganze Zeit auf dem Müllplaneten verbracht hat. Aber sie sieht von da oben ja nicht so gut. Wieso sagt er ihr denn nicht einfach irgendwas, was nur sie beide wissen können? Jeder müsste eigentlich mal, jeder von den dreien müsste spontan etwas raushauen in der Reihenfolge, na, immer in verschiedene Reihenfolge, was nur sie beide wissen können. Und es würde festgestellt werden, nur Rufus hier wüsste tatsächlich immer die richtige Antwort. Aber es hilft nichts. Oh, ich will nicht. Die lange Reise. Ach, fuck. Ganz sicher. Denk doch mal nach. Wie kann ich der echte Rufus sein? Der echte Rufus wird nie aufgeben, sich nie ändern und niemals loslassen? Bist du bescheuert? Oh nein. Alter, jetzt muss ich noch mit dem Mausklick bestätigen, dass ich Rufus in den Tod schicke. Alter, Pogi, danke schön. Alter, das nehme ich dir übel. Ich habe jetzt schon hier die ganze Zeit Probleme zu klicken. Und jetzt muss ich auch noch loslassen. Nach all der Zeit, nach den drei Zeilen, loslassen. Loslassen. Stopp! Scheiße. Nein! Nein. Komm schon, Goal. Wir müssen hier weg. Komm. Hallo, Rufus. Oh, Barry, was machst du hier? Du bist mein Vorbild. Schon vergessen? Und ich folge dir überall hin. Nein, im Ernst. Ich wollte dir nur sagen, wie sehr ich bewundere, was du hier tust. Erst war ich natürlich geschockt, aber dann habe ich es verstanden. Brillant. Wirklich. Es war im Grunde die einzige Möglichkeit, die du hattest. Ein Geniestreich! Also auch philosophisch gesehen, jetzt die komplett selbstlose Tat. Wow, Rufus, der unverbesserliche Rufus, hat sich schließlich doch noch Bist du bereit? Ich weiß nicht. Denkst du wirklich, dass dieses Ensemble hier angemessen ist? Aber Rufus, jeder weiß, dass du ein Deponianer bist. Schon vergessen? Du musst dich nicht mehr verstellen. Nie wieder. Du kannst einfach du selbst sein. Für alle Zeiten, Rufus. Das ist doch wirklich voll lässig. Ah, da sind ja unsere Helden. Die Retter Deponias. Tja, da habt ihr uns ganz schön was eingebrockt, was? Euer Bericht stellt uns vor ein schwieriges Dilemma. Jetzt, da wir wissen, dass Deponia bewohnt ist, ist unsere Reise nach Utopia natürlich vorerst abgesagt. Aber das Hochboot ist zerstört, das Kabel gekappt. Und mit den ganzen neuen Mitbürgern an Bord werden unsere Ressourcen noch schneller verbraucht als befürchtet. Was wird nun aus Elysium? Müssen wir auf Deponia landen? Sollte es das? Fragen über Fragen. Auf die ich leider auch keine Antwort habe, Eminenz. Aber dieser Deponianer hier ist ein richtiges Genie. Wer, ich? Wenn ihr ungewöhnliche Ideen braucht, sein Einfallsreichtum kennt keine Grenzen. Nur zu. Jeder Vorschlag ist willkommen. Das Goal. Du schaffst das schon. Nun, man könnte doch Raketen an Elysium anbringen. Bitte weiter. Oder solche Flugdrachen. Und wenn wir einen riesigen Zeppelin mit Monster-Truck-Reifen ausstatten würden. Monster-Truck-Reifen? Ja, dann könnten wir vielleicht ein paar Adler trainieren, um... Können wir nochmal auf die Flugdrachen zurückkommen? Wie groß müssten die sein? Oh, riesig. Mit so großen Zähnen, vor allem die Eckzähne, ganz, ganz groß und lang. Und sie sollten Feuer speien.
weiß es. Sie weiß es. Das Buch zugeschlagen, es bleibt noch zu sagen. Irgendjemand noch Fragen? Na, dann eben nicht. Doch wenn du dich allein fühlst und du an dir zweifelst, dann habe ich hier einen Vorschlag für dich. Greif zur Mundharmonika, sing von Deponia, von Rufus und Cole und dem Leben im Dreck und vom Umstand, dass man wohl manchmal die Welt nur retten kann, wenn man loslässt. Und wenn es so ist, ja, dann bin ich mal weg. Hussa, er ist dann mal weg. Deponia. Das Ende. Fragezeichen? Fragezeichen, komm schon, Fragezeichen. Ich weiß genau, dass da ein Fragezeichen hin muss. Da muss ein Fragezeichen hin. Pfefferstreuer. Was steht in der Küche und ist nur in kleinen Dosen genießbar? Deine Mutter. Oh! Ja, geil. Du gestörte Göre, schiebst mich vor die Türe. In Müllsack oder in Riegel, du schiebst ständig was vor. So auch Gründe dafür, Konfitüre à la Bordüre. Konstatiere, dir fehlt das Gespür für Humor. Doch noch ist es nicht zu spät, putz mal dein Hörgerät. Rufus' Geschichte ist noch nicht vorbei. Sie geht weiter da, wo sie mal kurz on hold war. Und zwar auf Deponia. Capo Alfine, Spot an für Teil 3. Hussa, Spot an für Teil 3. Akt 2, der Held zieht los, doch ehe er friedlos durchs Feindesgebiet muss, vollzieht er besagten Reinigungsritus. So will es der Mythos, das klingt fantasielos, doch schlagt es ruhig nach. Gemangelt und blank poliert und als Klites kostümiert, Rufus mit Goal nun zum Ziel eskortiert. Und was Bozo und Doc angeht, tja, selbst verbockt. Wer nicht will, der hat schon, wer bremst, der verliert. Hussa, wer bremst, der verliert. Hinsichtlich Golds Tods und dem Verlust der Codes seien hier die Bonmots aufs Minimum beschränkt. Die Lage war trostlos, der Kloß in der Brust groß, wie der Koloss von Schrottos. Logisch, wenn man bedenkt, dass Rufus ins Wohnlose fiel und ihm sein Leben wie ein Spiel Film am Auge vorbeilief, ein grauer Trauermarsch. Und da wurde ihm klar, dass dies das Ende war. Schloss aus, Game Over und alles im Arsch. Hussa und alles im Arsch. Rufus, ein Klon? Boah, ein dicker Hund. Nun ja, was ihm hier zu Ohren kam, war schon allerhand. Doch nun krempelt schon mal eure Ärmelschoner hoch, weil für Deponia noch Hoffnung bestand. Es sah zwar noch duster aus, doch einer muss ja nun mal am Tunnelende die Glühbirnen weg. Sinn und weil viel zu tun war, stieg er in den Klonapparat. Zu dritt schafft man dreimal so viel weg. Hussa, dreimal so viel Dreck. Weg! Das letzte Manöver war auch nicht viel döver als jeder Plan, der sonst zur Debatte stand. Ein guter Moment, um sich nochmal das Zentrum der Handlung bisher auf die Platte zu laden. Vielleicht wirkt dir manches, was Rufus so anfasst, chaotisch, doch im Notfallszenarium verstummen. Selbst die sattelfestesten Spezialisten unter den Konventionalisten halten besser mal ihren Besserwisser Schnabel, die Dummen. Hussa, Schnabel, die Dummen. Das Buch zugeschlagen, es bleibt noch zu sagen. Irgendjemand noch Fragen? Na, dann eben nicht. Doch wenn du dich allein fühlst und du an dir zweifelst, dann habe ich hier einen Vorschlag für dich.
Greif zur Mundharmonika, sing von Deponia, von Rufus und Cole und dem Leben im Dreck und vom Umstand, dass man wohl manchmal die Welt nur retten kann, wenn man loslässt. Und wenn es so ist, ja, dann bin ich mal weg. Hussa, er ist dann mal weg. Deponia. Das Ende. Fragezeichen? Fragezeichen, komm schon, Fragezeichen. Ich weiß genau, dass da ein Fragezeichen hin muss. Da muss ein Fragezeichen hin. Was ist denn hier los? Oh, guck mal, Opa. Wir haben Besuch. Dann ziehe ich mir wohl besser meine Hose an, was? Ja, das ist lustig. Bist du ein Freund von Boso? So ein Unsinn. Boso hat keine Freunde. Ich meine doch diesen begabten Bastler, von dem er erzählt hat. Ja, das bin ich. Rufus der Erste. Wo ist denn der alte Pirat? Pirat? Diese Pfeife? Pfeife. Genial. Boso liegt oben in seinem Bett. Und heult wie ein kleines Mädchen. Apropos heulen. Kann mich vielleicht jemand hier rausheulen? Saraza, bist du es? Oh Gott. Wir sind also inmitten einer Sitcom gelandet. Na, Glückwunsch. Was kann denn jetzt noch passieren? Baby-Boso. Babyfon? Briefträger. Wir fangen mal chronologisch an. Er steckt fest. Bestimmt liegt das an den vielen Steckbriefen in seiner Tasche. Lass mal stecken. Ja. War wahrscheinlich zu intellektuell. Ich fand ihn eigentlich ganz gut. Ich stecke fest. Ist das nicht ulkig? Das ist gar nicht ulkig. Da haben wir einen Brief. Was treibst du da eigentlich? Ach, nur ein bisschen abhängen! Du wolltest doch nicht etwa durchs Fenster einsteigen. Was unterstellst du mir denn da? Das ist eine bodenlose Unverschämtheit! Ich verspüre gerade Schmerzen im Kortex. Du brauchst es gar nicht zu leugnen. Du wolltest durch das Fenster einsteigen und dann ist der Boden weggebrochen. Das ist eine haltlose Behauptung! Oh Gott, die Gagschreiber. Ich stecke fest. Ist das nicht ulkig? Er steckt fest. Bestimmt liegt das an den... Ja. War wahrscheinlich zu intellektuell. Ja, kennen wir ja schon. Hier ist ein Rohr? Nee, doch nicht. Babyfon. Wozu braucht Baby Boso ein Funkgerät? Der kann ja nicht mal sprechen. Vielleicht... Gegenfrage. Wozu brauchst du ein Gehirn? Hab ich nicht verstanden. Ja, das dachte ich mir schon. Baby Boso! Er ist seinem Bruder wie aus dem Gesicht geschnitten. Ist er auch mit einer Schafschere? Zugabe! Adukadukku! Wett? Filmreif. Oscar-verdächtig. Das ist also Bosos Mama. Er hat ihre Augen geerbt und ihre Oberweite. Wie jetzt? Das war auch witzig? Das war ein sehr aufgeschlossenes Publikum. Ja, war besser als einige andere heute, ja? Also, da ist Opa Boso, der Papa ist ja dann an der Front wahrscheinlich. Ach Mensch, die arme Mama. Müssen wir jetzt den Brief überbringen? Man sagt, dass die Nase im Alter immer weiter wächst. Wie Grohl wohl später mal aussieht. Ja, so wie Opa Boso auf jeden Fall. Aber mit Vollbart. Und du bist wirklich Bosos Opa? Das frage ich mich schon seit Jahren. Aber mein Arzt weigert sich, einen Großvaterschaftstest durchzuführen. Oh mein Gott. Ich hätte da ein paar Fragen zu Boso.
die habe ich auch. Aber manchmal ist die naheliegendste Erklärung auch die beste. Oma Boso hätte während der Schwangerschaft einfach nicht so viel rauchen dürfen. Hör mal, Junge, wenn du zum Tratschen gekommen bist, wende dich an Mama Boso. Ich schaue nämlich gerade der Nachbarin von gegenüber beim Baden zu. Da ist doch nur eine Tierhandlung. Das erklärt wohl, wie sie diesen Ball so lange auf der Nasenspitze jonglieren konnte und woher die Fontäne kam. Verdammter grauer Star. Was dachte er denn, woher die Fontäne kam? Das will ich gar nicht wissen. Hallo Mama! Und du bist dann wohl Bosos Mutter, richtig? Rate nochmal. Die Tante? Die böse Stiefmutter. Eine Einbrecherin. Die Bewährungshelferin? Nein. Die Oma, die Vorkosterin. Die Schwester? Eine Mischung aus alledem. Warte, was war das Vorletzte? Die Schwester. Rufus, du Charmeur. Hä? Wieso? Ich bin natürlich die Mutter. Was? Aber... Aber du kannst mich gerne Mama nennen. Wie in Komm zu Mama. Zum Glück hat sie nicht aufgesagt, sonst wäre mir ein bisschen unwohl jetzt. Entschuldigung. Die Kleinen verstehen das sowieso nicht, das kann ich ruhig sagen. So, jetzt erstmal gucken, was haben wir denn hier zum Essen bleiben, natürlich. Die Frage ist natürlich erstmal die größte Frage. Was stimmt denn nicht mit Boso? Ach, Rufus, ich bin mit meinem Latein am Ende. Seit er zurück ist, ist er wie ausgewechselt. Der Junge isst nicht, spricht nicht. Und nicht einmal seiner geliebten Fifi-Funkelfee-Datasetten muntern ihn auf. Oh. Fifi-Funkelfee. Na, sag ich doch. Ich mache Boso wieder gesund, aber erstmal will ich was von ihm wissen. Kannst du mir etwas über Boso erzählen? Natürlich. Was möchtest du wissen? Vorsicht, Rufus. Du öffnest die Büchse der Pandora. Was für eine Büchse? Ach, nimm ihn nicht so ernst. Er meint den Dia-Projektor von Bosos Tante. Versteck dich! Oh, ich hoffe, wir kriegen da ein paar Bilder zu sehen. Wusstest du, wo ist Bosos Vater, wie war Boso als Kind? Ich frag mal rum. Ich wusste gar nicht, dass Boso aus Porta Fisco stammt. Hat er dir denn gar nichts erzählt? Keine Ahnung. Es ist so unglaublich ermüdend, ihm zuzuhören. Das kommt daher, dass seine Fettbacken auf den Kiefer drücken. Hat er denn seine Zahnspange gar nicht mehr? Ich werde ihn dran erinnern. Stündlich, wenn's sein muss. Ich wusste gar nicht, dass Boso einen kleinen Bruder hat. Der ist ihm ja wie aus dem Gesicht geschnitten. Ist er auch mit einer Schafschere. Tja, alle männlichen Bosos verfügen über ein außergewöhnlich dichtes Haar. Sobald ich mit dem Stillen anfange, sprießt es wie verrückt. Vielleicht sollten Sie Ihre Muttermilch als... Moment mal. Was ist noch gleich die geheime Zutat deines Spezialshampoos? Das ist ein Geheimnis. Ja, naja, gut. Zum Glück war es kein Erfrischungsgetränk. Ich will nicht alles... Ich wusste gar nicht, dass Boso so eine klasse Mutter hat. Aber Rufus, du Charmeur, du weißt, wie man eine einsame Frau aufmuntert. Du willst mir noch nicht erzählen, dass Rufus jetzt die Mutter von Boso klar macht. Nein, auf gar keinen Fall. Das wird nicht passieren. Wo ist Bosos Vater? An der Front verschollen. Ich bin ganz krank vor Sorge. Zum Glück hatte ich Unterstützung von Freunden, die mich auf andere Gedanken gebracht haben. Welche Freunde meinst du genau? Den Milchmann, den Klempner oder den Postboten? Tja, wie heißt es so schön? Gute Freunde lässt man nicht hängen. Ich habe den doppeldeutigen Witz verstanden, du Schwein. Alter, ach so, und deswegen stand im Brief, dass der Postbote vielleicht heimlich das Bad benutzt, weil seine Unterwäsche da rum... Ja, jetzt habe ich das Puzzleteil verstanden. Ich bin wohl zu naiv für diese böse Welt. Naja, wir haben ja den Brief noch dabei, den geben wir nachher mal. Mal gucken, ob sie es bereut. Ich hoffe, sie wird bereuen.
Wusstest du, dass Boso eine Freundin hat? Wirklich? Ja, ihr Name ist Bambina. Sie hat einen Waffenladen auf dem schwimmenden Schwarzmarkt. Hörst du, Opa? Boso hat eine kleine Freundin. Die Knalltüte? Das hole ich erst, wenn ich es sehe. Tja, es ist wirklich kaum vorstellbar. Er war immer so schüchtern. Als ich ihm damals von den Bienen und den Blumen erzählt habe, ist er wochenlang nicht ohne Imkerhut aus dem Haus gegangen. Also, das sind die Bienen. Und die haben einen riesigen, pulsierenden Stachel. Und das sind die kleinen Blümchen, die sich öffnen zum Frühlingsmorgen wie kleine, enge Knospen. Und ja, da würde ich aber auch einen Imkerhut tragen. Tut mir leid. Wie war Boso als Kind? Da gibt's doch bestimmt irgendwelche peinlichen Geschichten. Eigentlich nicht. Er war ein außerordentlich braves Kind. Er hat nie etwas kaputt gemacht. Seine Fifi-Funkelfee-Puppen selbst weggeräumt. Und selbst beim Ritterspielen wollte er immer die Prinzessin sein. Rumpel! Lass uns lieber über was anderes reden. Gerne. Immerhin habe ich ja nicht jeden Tag so einen feschen jungen Mann zu Besuch. Zumindest nicht, seit der Briefträger das Fenster verstopft. Weißt du zufällig den Weg zum geheimen Rebellenlager? Aber natürlich. Du musst einfach unten an der Straße quer über den Platz und dann immer geradeaus. Ich backe manchmal Kuchen für die jungen Soldaten. Und dann legt sie damit eine Spur vom Lagertor bis zu unserem Haus. Oh wei, oh wei, oh wei. Wo bin ich hier nur reingeraten? Und damit meine ich auf jeden Fall nur das Haus und nicht die Mutter. Ich mache Boso wieder gesund. Du bist so ein guter Junge. Ich wünschte, ich hätte einen Sohn wie dich. Ach, der Arme. Ich dachte, Porta Fisco sei vom Organon besetzt. Das war es bis vor kurzem auch. Aber unter Leitung des neuen Generals hat der Widerstand die Stadt zurückerobert. Moment mal, ich höre immer General. Ach, du kennst den neuen General noch gar nicht? Ich wusste nicht mal, dass wir Ränge haben. Ist es etwa der Herr Bergfrühling? Darf ich zum Essen bleiben? Aber natürlich, Rufus. Freunde von Boso sind hier immer willkommen. Besonders, wenn sie so knackig sind. Nur damit wir uns richtig verstehen. Ich esse mit und komme nicht als Fleischbeilage in den Salat, richtig? Und wenn Rufus Salat meint, dann meint er natürlich das Erdbeerfältchen. So, wann gibt's denn Essen? Da musst du Opa fragen. Er hat versprochen zu kochen, wenn Boso mal Freunde ins Haus bringt. Du hast mir nicht zugehört. Ich habe gesagt, dass ich kochen werde, sobald Boso eine Freundin ins Haus bringt, weil das nie passieren wird. Ha!